3, 2, 1, let's go. Ja, hallo und herzlich willkommen in der Sockenschublade. Heute wieder einen geilen Dreier auf Dead Island mit Lena und Griol. Hi. Hallo Lena. Hi. Schönen guten Abend. Willkommen in unserem Forum. Ja. Los geht's. Heute zeigen wir wieder, wie man stirbt. Ja. Und vor allem, wie man nicht spielen joint. Ach so, ja, das kann Lina ja sehr gut. Ja, da bin ich Profi drin. Da ist ja schon Chef drin, ne? Ja, warte, diesmal klappt's. Ich habe den richtigen Charakter gewählt. Okay. Es muss klappen. Es lädt, ne? Ja, noch habe ich keine Benachrichtigung. Warten wir es ab. Ach so, nächste Woche machen wir... Nö. Nee. Nächste Woche machen wir doch ganz normal. Montag, Mittwoch und Freitag. Okay. Ich habe nämlich meinen Pure-Termin abgesagt. Sag mal. Wieso? Kann ich dir sagen. Die Anfahrt soll ich nämlich selber bezahlen. Du sollst die Anfahrt zahlen? Ja. Was? Stand bei mir, ich habe noch eine SMS gekriegt, wo drinne stand, wo der Termin drinne stand. Und dann stand da noch zu, wenn ich diesen Tag keine Zeit habe oder sich das erledigt hat, möchte ich bitte anrufen, damit ich mir die Anfahrtskosten spare. Okay, warte, ich mache jetzt nochmal Steam zu. Okay. Hä? Läuft bei dir? Warum? Was ist los? Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Mein Spiel will nicht mit euch spielen oder so. Oder ja, es ist bestimmt gleich soweit. Ich würde in der Zeit mal kurz einen neuen Charakter anfangen und den auf Level 27 hochleveln. Ja, mach mal. Nicht witzig, Gerd. Weißt du was, ich hole mir jetzt 24 Mollys. Und ach nee, pro 5 Alkohol, ne, kriegt man einen Molly. Was? Du kannst dir doch welchen bauen. Bau dir welchen, das ist günstiger. Haben wir schon das Rezept? Ja, schon Ewigkeiten. I don't know. Molly. Da muss ich meine Lappen ausgeben. Oh, ich habe ja nur 36 mal Alkohol. So. Alter. Die Lappen kannst du auch wieder kaufen. So ist ja nicht. Du Lappen. Könnt ihr mal bitte anders über mich reden? Nee. Warum hast du ein Update? Ich verstehe das nicht. Ja, das war so. Damals im Ferienlager. Was? Und dann war da das Update. Erst kam die Flöte, dann das Update. Was? Wo ist denn? Ja. Oh. Wieso? Muss doch hier oben sein. Ich bin sofort so weit. Ich möchte das Spiel. Ja, ich seh's. Daumen sind gedrückt. Ich freu mich erst, wenn es ein Ruf ist. Frustration. Jedes Mal. Jedes Mal. Ach, Drücker sind gedaumt. Kann man da nicht auch hoch irgendwie? Ich glaube schon. Ach, da ist ja Leiter, genau, da kann man hoch. Lad mich doch nochmal ein. Natürlich. Vielen Dank. Aber nur weil du so höflich gefragt hast. Ja. Habe ich dich jetzt eingeladen oder Gerd? Ich habe keine Einladung bekommen. Okay, dann habe ich ihn eingeladen. Mich eingeladen. Ja, ja. Nee? Ja, du hast mich eingeladen. Ja, ich bin heute ein bisschen Brain AFK. Oh, ein schwerer Schraubenschlüssel. Okay. Ui. Ah, stimmt, ich kann Erfolg machen nebenbei. Lass schwingen. Na, lass ihn mal schwingen gehen.
Schwing ihn. Ich schwing ihn. Wieso? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das schon wieder. Jetzt mit Nachteilen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht musst erst du, dann ich. Ist die Reihenfolge auch so? Nein, nein, das liegt einfach nur an dem zweiten Charakter. Irgendwie kommt der damit überhaupt nicht klar. Eben war sie ganz kurz zu sehen, dann war sie wieder weg. Ach, Gerd ist auch schon Stufe 27. Mensch, Gerd. Gratz, Junge. Gratz. Aber ich habe doch den richtigen Charakter ausgewählt. Willst du mich verarschen? Das kann ich nicht. Ah, hier ist Jens Lage. Ja, wir warten. Wir looten noch ein bisschen. Genau. Das kann doch nicht mehr sein. Das ist doch der Charakter. Der ist auch weiter. Oh. Er müsste 27 sein. Da, 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 da. Nein, nein! Bitte in dieses Spiel. Bist du runtergefallen? Ja. Es ist keine Idee, mich warten zu lassen. Kreol der Profispieler. Ich kann das. Sag mal, das kann auch nicht wahr sein. Wir warten. Warum? Das Spiel verzögert sich um 2 Stunden. Gar nicht. Soll ich jetzt nochmal das Spiel beenden? Also das ich weiß es doch nicht. Upgraden. Kann ich irgendwas upgraden? Kann ich nicht. Ja, kann ich schon, aber wenig. Ich kann dich auch einladen. Vielleicht klappt es dann. Warte mal kurz. Das ist ja einfach. Gut, dass ich gesagt habe, warte mal kurz. Ja, das war nachdem ich drauf gedrückt habe. Sonst hätte ich gerne gewartet. Dann warte doch erstmal auf. Ja, dann doch immer erstmal drauf, was Leute sagen, wenn du was fragst. Okay? Nein. Weil jetzt hängt alles. Sehr schön. Ja, dann warten wir noch ein bisschen länger. Würde ich mal sagen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, mit Ausrufezeichen Instant, könnt ihr über mein Instant-Account, na Account auch nicht, aber über mein Instant-Profil, bei Instant Gaming einkaufen, günstige Game-Keys, PlayStation-Guthaben, Xbox-Guthaben, ja, gönnt euch. Ja, gönnt euch. Und wenn ihr Lena und mich unterstützen wollt, einfach spenden. Einfach donaten. Das Geld geht drauf für zwischen 1 und 2 Gaming-Rechner. Koks und Nutten. Koks und Nutten. Bist du ruhig, das soll keiner wissen. Was ist denn hier falsch mit dem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich beende das jetzt nochmal. Es kann doch nicht sein. Kannst du sonst mit deinem Charakter eine Sitzung aufmachen? Dann joinen wir einfach bei dir rein. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann lädst du uns ein. Ist halt die Sache, wie stabil läuft es, wenn sie hostet. Ja. Achso. Aha, beim Aktualisieren ist ein Fehler aufgetreten. Okay. Beende das Spiel doch mal ein bisschen schneller, Junge. Echt. Vielleicht hast du dasselbe Problem, was ich vor kurzem hatte, dass es irgendwo sich ein Fehler reingebackt hat und du die Dateien mal auf Fehler überprüfen solltest. Es geht relativ fix.
Mit dem Rechner hier weiß ich nicht. Bei Dead Island? Ja, das habe ich vor kurzem gemacht. Das hat nicht mal 2 Minuten gedauert. Okay. Okay, wie mache ich das? Du gehst in deine Bibliothek. Ja, suche Dead Island. Genau, und dann hast du auf der rechten Seite dieses Zahnrad. Verwalten. Genau, und jetzt muss ich selber mal gucken, wie das geht. So, Bibliothek. Und deine lokale Dateien durchsuchen, glaube ich. War das? Ja, das Ding lokale ist... Dateien durchsuchen? Genau, lokale Dateien und dann auch Spieldateien auf Fehler überprüfen. Oder so. Kann ich nicht. Nee, das geht hier nicht. Ich kann auf lokale Dateien durchsuchen, aber dann öffnet der mir Ordner. Und hast du da unter keine 3 Punkte, Spieldaten sichern, auf Fehler überprüfen, Installationsverzeichnis verschieben? Und, nein, du bist auf Verwalten gegangen. Nein, du musst komplett unten auf die Eigenschaften. Ja, das hast du nämlich nicht gedacht. Okay, dann ist das untergegangen. Dann sprechen du Deutsch mit ihr. Ja, dann gehst du auf die lokalen Dateien und dann auf Fehler überprüfen. Ja, hab ich schon. Oh, super. Ich bin schon. Klasse. Ich hoffe, das hilft. Geh die Hände hoch. Es ist immer wieder hilfreich, weil bei den ganzen Updates, die Steam raushaut, auch die Beta-Updates, wir sind ja mittlerweile so gut wie jeder ist in der Beta drin. Nee, da gehen so manche Spiele kaputt, ganz schnell. Ja, deswegen mache ich das nicht. Ach, Max würde gerne mal sehen, wie wir Phasmophobia spielen. Hat er gesagt? Ist der Max denn da? Nein, der ist heute, der ist nicht da. Okay, sonst hätte ich mal Hallo gesagt, aber... Nee. Er hat erzählt, er hatte heute als Homeschooling Kunst und Musik. Ja, wieso nicht? Hab ich gefragt, wie muss man sich das vorstellen? Sagt er mit 15-Jährigen in Stimmbruch über Laptop singen? Zum einen das und zum anderen gibt es ja MS Paint, ne? Und jetzt neu, P3D. Guck mal, ich bin im Kreis gelaufen. Hihi. Oh Gott. Du findest mich nicht. Hat er irgendwas jetzt runtergeladen? Nee. Nein, er lädt nichts runter. Er überprüft das und guckt, ob das alles richtig sitzt. Ja, wenn eine Datei fehlt oder so, dann lädt das runter. Dann lädt das runter, ja, oder wenn sie beschädigt ist. Aber bei mir hat es auch nur einmal überprüft, neu angeordnet und dann ging es wieder. Aber heißt ja nicht, dass es bei dir genauso läuft. So, ihr seid noch im Spiel, ja? Ja. Wir laufen hier rum und schlagen auf Mülleimer. Willst du beitreten oder soll ich dich einladen? Ich kann ruhig nochmal versuchen, beizutreten. Tret mal rein. Solange du mich nicht trittst. Oh Gott, ich sitze fest. Ich habe mich wieder in hier reingepackt. Oh Gott. Du darfst mich nicht allein lassen. Ich war gerade hinter dem Zaunfall. Wie so ein kleines Kind. Oh ja, aber ich bin kaputt schlagen. Kaputt schlagen. Schlagen. Ja, schlagen. Gary, wo bist du? Hinter dir? Ach so. Nein, pack den Molly weg. Pack den Molly weg. Du sollst den Molly wegpacken. Ich knall dich ab. Bleib stehen. Halt, stopp. Da ist mir die Munition so. Das war ein Warnschuss. Das war auch ein Warnschuss. Ich hab dich gar nicht schießen gehört. Das war ein Treffer. Was? PvP, Junge. Fertig, Junge. Stirb. Ich sehe dich gar nicht. Noch zu schnell für dich. Keine Ausdauer. Jetzt muss ich erstmal meine Knifte nachladen. Ich guck mal die Fähigkeiten durch, was ich als nächstes freischalte. Okay. Lena, soll ich dich einladen? Es lebt gerade noch. Achso. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Oder? Nee, weil es sehr lange geladen hat. Herzustellen. Das ist wahrscheinlich das erste Mal laden. Ciao. Verließ die Sitzung. Nee, ich habe keine Ahnung.
Soll ich mal horsten? Es lädt auch noch. Besser? Es lädt noch. Ja. Ich kann nichts machen. Es hängt. Ich bin frustriert. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Verstehe ich. Ich steig hier mal aus. Was ist denn heute los? Das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe es. Ja, ich weiß es nicht, ob einladen was hilft. Konntest du das Spiel denn schon beenden? Tritt ich mal bei dir rein. Mhm. Achtung, die befindet sich aktuell im gleichen Spiel gegen Vilja zum Beitritt, ja. Nur der direkte Fortschritt deiner aktuellen Quest kann in dieser Korbsitzung gespeichert werden. Charakterfortschritte werden normal gespeichert. Ja. Beitritt läuft. Du trittst jetzt mir bei. Nee, mir. Ich bin jetzt bei Gerd drinne. Achso, du bist jetzt bei Gerd. Na, guck mal, Mensch, Gerd, dein Spiel sieht ja genauso beschissen aus wie meins. Willst du versuchen beizutreten oder soll ich dich einladen? Ich versuche beizutreten, Gerd. Okay, okay. Wieso liegen hier so viele Flaschen rum? Mach doch mal sauber. Was steht hier? Weißt du, es gibt kein Bier auf Hawaii. Sim Yellos. Funktioniert, starte ich den Rechner neu. Sitzungsbeitritt Snacks. Von Spielern. Ja, du bist drin, also du bist noch nicht rausgegangen. Sonst warst du mal direkt raus. Warte, ich sehe euch rumlaufen, warte, es hängt noch. Na. Vielleicht liegt es auch am Lauf-PC. Ich Lauf-PC dir gleich was. Komm her, du! Links und rechts. Ja, es ist ein Lauch-PC, aber es ist ein guter Lauch-PC. Der hat mich über Jahre hinweg begleitet. Definitiv am PC. Ja, aber hier ist viel zu wenig RAM drin. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich hier gewechselt. Ja, es ist also kein guter PC mehr. Sag ich doch, er war einmal ein guter PC. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, zu der Zeit war es ein guter PC. Vor 10 Jahren. Es hakt nur. Es ist nur am Haken. Ich weiß nicht, was los ist. Es leckt, okay. Ja, warte. Hast du zwischenzeitlich mal den Rechner neu gestartet? Ja, nachts aus. Ach so. Ah, möglicherweise ist auch Kaspersky wieder schuld. Warum du das jemals da draufgeladen hast? Ich mag das Programm. Nee, ich find's einfach, ich find's schrecklich. Es ist nur am Nerven, dieses Programm. Okay. Ich hab jeden Tag 15 Nachrichten, weil Kaspersky irgendwas nicht machen konnte. Und dann hängt es wegen Kaspersky die ganze Zeit. Also, dann schalt deinstallier es doch. Ja, und schalt es generell aus. Ja. Deinstallier es und dann. Dann würde ich sagen, beendest du nochmal schnell das Spiel und machst Kaspersky aus und startest das Spiel dann neu nochmal. Wieso? Das kann sie auch direkt, während sie spielt, ausmachen. Ja, aber ob sich dann gleich die Ruckler dadurch verbessern, ist auch fraglich. Ja. Das Ding ist, das ist immer mal wieder updated. Das ist halt aktuell. Jeden Tag wird ein Update gezogen. Ja, Antivir auch, aber Antivir verursacht nicht so eine argen Probleme mit Computern. Und ist auch noch muss ich mal leiser stellen. Ja,
Komisch, bei mir heißt das immer, Lena ist zu leise. Okay. Und ich habe Lena schon auf 100 PC. Ich habe meine Hauptlautstärke des Headsets auf 8%. Weil nee, ich mir Lena sonst so, einfach... Bei Lena ist das so, sie redet erst ganz normal, la 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 la, und wenn sie dann konzentriert ist, dann wird sie immer leiser. Hm. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und wenn sie genervt ist, wird sie lauter. Das ist... Ja, das stimmt. Das ist halt... Lena ist halt ein Mensch. Habe ich mir sagen lassen. Bei Menschen ist das so. Deswegen siehst du auch, wenn ich streame und wenn ich irgendwo vertieft bin, wie letztens in dem Lego-Spiel, dann brabbel ich ganz leise vor mir hin. Ja, guck mal, jetzt gehen wir da lang, jetzt gehen wir da lang, jetzt gehen wir da lang. Und du kriegst nichts mit. Ja, die wollen spielst Hausflipper weiter. Das wollen alle wissen. Morgen wahrscheinlich. Morgen. Ich hatte gestern mal einen Ruhetag, hab wirklich nur ge-YouTubed und einfach mal Brain AFK gewesen, weil mich die Arbeit so zurzeit extrem in Anspruch nimmt. Aber eventuell morgen. Es sei denn, Lena möchte morgen irgendwas zu zweit spielen. Nee, ich spiele ruhig als Flipper. Dann wird morgen geflippt. Ich werde wahrscheinlich ab nächster Woche mit Lena was zu zweit spielen. Ich weiß aber noch nicht genau. Okay. Was. Mittags oder so. Wir werden da noch was finden. Oh, war der nochmal dieser schöne Pin? Wo ist denn mein schlauer Block? Lass mich raten, das ist der falsche. Der Pin? Ja. Ich kann ihn nicht. Ich kann mir das nicht mehr. Ich weiß, dass es dein Geburtsdatum ist, aber ich kann es mir ums Verrecken nicht merken. Aber ich weiß es. Aber ich sag's jetzt nicht. Nee, Gratulation. Nein. Ich würde es ja im Discord schreiben, aber das kannst du wahrscheinlich nicht lesen, ne? 090. Warte mal kurz. Ich schreie es dir kurz. Nein, ich hab das. Nein, jetzt warte doch kurz. Oh. Wo ist es denn? Ich glaube, ich habe den richtigen. Ich habe das doch hier aufgeschrieben. Will ich mich selbst verarschen oder was? Da. Pum, 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 pum. Ja, ich möchte es wirklich entfernen. Oh, er verkauft den Küchenmesser für 363 Schaden. Es hat gerade schön geleckt. Oh, er verkauft ein Küchenmesser. Küchenmesser. Mit langem Ü. Ein Küchen. Oh, er verkauft den Küchenmesser. Schickes Ding. Ganz toll. Entferne es, Mann. Hey, 1000 Dinge klicken. Ja, es ist aber verständlich. Sollen wir nicht das und das noch auf Ihrem Computer? Sind Sie sich wirklich, wirklich sicher? Überlegen Sie sich das nochmal ganz genau. Möchten Sie dieses deinstallieren? Klicken Sie ja. Naja, es handelt sich halt. Haben Sie sich das ganz genau überlegt? Wollten Sie nicht vielleicht Nein klicken? Ja. Ja, ihr müsst bedenken, es ist gerade das primäre Antivirenprogramm, der primäre Virenschutz, den Sie deinstallieren. Da ist es vollkommen normal, dass da mehrfach nachgefragt wird. Es gab Zeiten, da konntest du dieses Programm gar nicht deinstallieren, da brauchtest du ein extra Programm, um das von deiner Festplatte zu tun. Ich weiß, da brauchst du einen Uninstaller, ich weiß. Genau. Das war noch mies. Das war noch Zeiten, ey. Ja, vor allem, als es keine Upgrade gab und du wirklich jedes Jahr eine neue Version gekauft hast. Aber das ist lange her. Das ist ganz lange her. Weil Kaspersky schon immer Probleme verursacht hat. Bei mir nicht. Also ich habe damit gar Also mir, Probleme. Ich habe mich ja nicht grundlos für Kaspersky entschieden. Es hat mir in der Tat schon ziemlich häufig den Arsch gerettet. Bei Sachen, bei denen viele andere niemals nicht, also nie angeschlagen haben.
ja. Aber der Windows interne ist, der hat sich auch so verbessert. Ja, muss ich leider jetzt auch zugeben. Ich habe es mir dies Jahr echt umsonst gekauft, denn auf den neuen Rechner habe ich es nicht drauf und habe hier keine Probleme. Nee, der Windows interne reicht völlig. Oh, da liegt ein Rohr. Oh, da liegt was Süßes. Nein. So, wir gucken uns jetzt noch eine halbe Stunde Lena an. Hm. Hallo. Nein. Könntest du das jetzt mal hier weitermachen? Ja, ich komme schon auch. Das wartet doch nur drauf, dass ich abbrechen. Echt. Das wäre cool. Ich weiß, die Installation dauert immer länger wie die Installation. Aber du merkst, dass gerade die kompletten Ressourcen dafür genutzt werden. Ja, was das angeht, Lena, habe ich bereits einen Plan. Da reden wir die Tage mal drüber. Ich habe mich heute mit dem Kollegen unterhalten, der hat mir eine ganz coole Idee geteilt. Idee. Eine ganz coole Idee, ja. Na, die wüsste ich jetzt schon gern. Ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Wir nehmen den kaputten Laptop. Den nehme ich mit. Der werden die Daten gelöscht, der wird zurückgesetzt, beziehungsweise neu installiert und dann wird er an Bastler verkauft. Auf eBay. Weil es ist ja eigentlich ein geiles Gerät. Schöne Grafikkarte, 16 Gramm, ist ein Gaming-Laptop. Und es war auch kein günstiger Gaming-Laptop. Von daher, das, was wir daran verdienen bei eBay, das wird gepackt in Mainboard plus Prozessor plus Arbeitsspeicher. Und dann wird der Rechner aufgerüstet. Das wäre mein Vorschlag. Oder seine. Also macht ihr denn bei Normal-eBay denn für die meistbietenden oder was? Weiß ich noch nicht. Muss mal vergleichen, was die Dinger so bringen. War jetzt eigentlich klar, was mit dem Laptop war? Nicht wirklich. Also das Netzteil ist in Ordnung, von daher ich weiß nicht, wenn man ihn anmacht, ob man Mucks hört, ob man irgendwelche Lichter sieht oder ob er gar nicht reagiert. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass er gar nicht reagiert hat, von daher nehme ich an, dass das interne Netzteil durch ist. Oder da kenne ich jemanden, der das reparieren könnte. Kannst du ihn mal langschicken? Leider nicht. Ich gebe mir noch einen Fünfer. Ich könnte dir seinen Namen sagen bei YouTube, dann kannst du ihn selber anschreiben. Der macht das tatsächlich. Für manche. Und das macht er sogar umsonst. Macht das denn als Video für andere, die das gerne wissen möchten, wie sowas funktioniert. Der Typ ist ganz cool. Der macht viele Sachen. Könnte man ihm beide Laptops einsenden? Der nennt sich Technikkeller. Kannst du dir mal merken, kannst du dir mal raussuchen. Ich glaube, der hatte auch schon mal so ein Ding, so ein Laptop. Ich kann mir nicht mal meinen eigenen Namen merken, wie soll ich mir Technikkeller merken? Hast du ja gerade gemerkt. Morgen schon wieder vergessen, nach dem Aufstehen. Morgen? Das habe ich in 10 Minuten schon wieder vergessen. Kannst auch gleich mal da hingehen und ihn abonnieren. Der Typ ist echt cool. Der hat sogar mal gezeigt, was passiert, wenn man eine Grafikkarte backt. Die dann halt schon fast im Arsch ist. Okay. Ja, der hat tatsächlich wieder funktioniert, ne? Aber er sagt, das ist keine Dauerlösung. Das ist der Meister nur für ein halbes Jahr oder Jahr. Danach kriegst du wieder Pixelfehler und so was. Ja, mir ist gestern mein Fernseher kaputt gegangen. Ja, siehst du, pack im Backofen. Den habe ich vor 4 Monaten gekauft. Echt? Ist er von alleine im Arsch gegangen? Ja, ist nicht komplett im Arsch, aber hat halt einen Fehler, einen Bildfehler, hat einen grünen Strich. Das ist ja nicht schön. Von oben nach unten. Ja, ich habe ihn halt gebraucht gekauft, ne? Ist das für eine LCD oder was? Mhm. Ja. Ja, dann wird da irgendwas. Ja. Im Inneren, ja, dann kannst du auch theoretisch bald neuen kaufen.
Soll ich dir einen schicken? Mutti hat noch einen stehen. Einen kleinen. Ja, das wäre, glaube ich, ein Downgrade. Wahrscheinlich, ja. Der Fernseher wird so groß sein wie dein Monitor. Weiß ich nicht. Ich habe schon einen relativ großen Monitor. Hast du einen großen? Ja, ich habe auch einen großen Monitor. Zwei. Ich habe noch einen zweiten großen Monitor, das ist korrekt. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe sogar noch die Monitor, den ich mir damals gekauft habe, wie wir noch in der Südstadt gewohnt haben. Der funktioniert immer noch. Und Lena, läuft besser? Giftklinge. Was? Also auf jeden Fall bewegt sie sich normal. Oh, hallo Lena. Ah, ich höre dich, ich sehe, dass du was sagst, aber du bist sehr leise. Fernen macht Kaspersky nicht wahr sein. Was ist? Oh, läuft. Okay, also Kaspersky muss ja gerade richtig an Ressourcen bei ihr, bei Lena fressen. Du hörst ja auch nur teilweise gerade. Ja. Ja. Ach, Lena hat die Sitzung verlassen. Ja, naja. Ich starte den Rechner neu. Okay, hört ihr mich? Das. Ja. Lena, okay, schreib gut. Ins Buch, Lena, schreib ins Buch. Da machen wir doch einfach mal eine kurze Pause, ob danach die Fehler behoben sind. Bis gleich.
Ich sage erstmal wieder willkommen zurück. Jo, das sage ich auch mal. Willkommen zurück. Wir haben es endlich geschafft. Lena konnte beitreten. Jetzt können wir tatsächlich mal weiterspielen. Jetzt versucht Gerdi und kommt nicht rein. Schuld ist der freundliche Geist im Himmel. Casper Sky. Was? Das ist jetzt der war aber schon, der war aber schon sehr flach, Gerdi. Der war schon sehr flach. Möglicherweise. Ich hab trotzdem gelacht. Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung, ich verkaufe jetzt erstmal Sachen gleich. Okay, was ich, bei deiner ausweglosen Situation hätte ich auch gelacht. Ja, aber wir arbeiten dran und das wird auch wieder. Das ist halt. Ich hab gerade Lena gefragt, ihr habt aber auch nichts mehr auf Lager, ne? Gebrauchteile oder sowas? Wir in der Firma. Ja. Schon, aber es ist einfach zu alt. Also, Er meinte auch, ich könnte hier auf einen Intel i5 mit 16 Gig gehen, aber das wäre ein Intel i5 der zweiten Generation. Also, nee. Es ist ein leichtes Upgrade prozessortechnisch. Definitiv. Da müsstest du aber schon so upgraden, dass, ich weiß ja nicht, Mainboard muss denn. Ja, ja. Aber du wirst ja kein Mainboard finden, wo dann schon ein neuer i5 reinpassen würde oder so. Nein, ich würde einen kompletten Rechner mitnehmen und entsprechend Arbeitsspeicher kurz upgraden, die beiden Festplatten einbauen, Grafikkarte einbauen, fertig. Also es ist alles in allem wäre es eine Sache von 15 Minuten. Aha. Ich muss das mal morgen besprechen, ob ich das machen kann. Ich glaube, es wäre schon Upgrade. Definitiv. Ja, naja, und dann kann man ja hinterher immer noch gucken. Ja. So. Können wir jetzt, ja? Ja, was machen wir denn? Machen wir den Hauptquest, ne? Ja, ich will mich schlagen. Ja, wir Vogel haben auf dem Dach, oder? Ach ja, wir müssen Hoteldach. Und ansonsten haben wir nur die beiden Quests für den Dschungel. Moment, wartet auf mich. Ich bin der, da hinten läuft. Ach so, ich dachte, du bist vorne bei Jens. Das habe ich nicht gesehen. Ja, das Story of my Life. Hallo, komm. Du bleib liegen. Ja, mit. Drecksau da. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Danke, nehm ich. Bist du tot? Ich hoffe doch. Ich weiß nicht. Oh, die ist gut geflogen, die Alte. Ja. Wo ist sie hin? Unter dir. Die war bei mir. Oh, jetzt ist sie da. Sie war gerade weg. Es tut mir leid. Oh, hier ist was Süßes. Was zum Looten. Das ist ja interessant. Loot. Oh, Alkohol. Nahrungsmittelkonserven. Bist du tot? Nahrungsmittelkonserven. Wirklich tot. Ich glaube, der ist tot. Möglicherweise. Soll ich nochmal kontrollieren gehen zur Sicherheit? Das Schöne ist, jedes Mal, wenn ich jemanden Toten trete, als erstes ist es kritisch. Ja, ja. Oh, was hast du denn? Weißt du doch nicht. Was denn? Ach, der hat einen Messing-Schlagring, den habe ich mitgenommen. Ein Messerschlagring? Messing! Ja. Habe ich doch gesagt, Messer. Ich habe einen Sprachfehler. Machst du dich über meinen Sprachfehler lustig? Er hat einen Sprachfehler, lass ihn in Ruhe. Nein. Ich will auch mit reintreten. Was mischst du dich denn ein hier? Echt mal, leg dich mal hin. Drecksau. Bist du tot? Ja. Ist der Duschbeck. Tot? Ja. Ach da, bist seid du ihr. Tot? Ja. Oh, da liegt was Totes. Es ist in der Tat ein Spiel, das wir nicht spielen können. Peng, voll in die Fresse. Oh, da liegt was Totes. Killst du schon wieder Selbstmörder? Hier liegt was Süßes. Die wollen das, die fragen mich immer. Da ist jemand aufgestanden. Jetzt hätte ich beinahe dich gehauen. Zeig dir noch mal, wo sein Platz ist, ey. Ja, echt, ey.
Wir haben Geld. Ja, eine ganze Menge. Alles verlootet. Einige. Ach da. Okay. Kuckuck. Jetzt mal nicht das Geld nehmen hier. Mich interessiert mal was. Wenn ich jetzt hier $38 nehme, wie viel kriegt ihr davon? $38. Ja, tatsächlich $38. Danke, Gier. Wer hätte das gedacht? Jo. Gehen wir jetzt mal eine Packung Kippen holen. Oh, geil. Oh, hi. Das ist, sind dann aber teure. Wo bist du hingefallen? Oh. Ja, ich weiß gar nicht, was mit der passiert ist. Halt die. Was zum Henker? Bist du zu blöd, dieses Ding wegzuschmeißen? Schmeiß weg! Das sieht komisch aus. So, habt ihr gehört? It is done. Geld, Geld, Fuck. Geld. Hier ist ein Feuerzeuggas. Herzlich willkommen beim Busfahrsimulator. Oh, Busfahren. Busfahren. Aus irgendeinem Grund muss ich immer an den Typen von. Wie heißen die aus Maskat hier? Was? Ach, New Kids. An den New Kids denken, genau. An den Rothaarigen. Ich hab gerade eine Quest aktiviert. Was? Ich hab keine. Wir müssen einen Bungalow überprüfen. Darf ich? Bungalow Nummer 14. Nee. Ja, doch. Was? Bungalow Nummer 14? Ja. Goldgräber. Ja. Oh, okay. Ich hab irgendwas aufgenommen, ich kann dir nicht sagen, was. Ja. Da lag was, ich dachte, es ist Warte, der explodiert. Aua! Aua! Lass mich doch mal durch, ich will meine Waffe wieder haben. Was, wer, wo? Achso. Alter, was hier alles rumliegt. Ein Reisebus! Und Loot. Alles looten, bevor wir reingehen. Hier ist ein Ausweis. Moment, ich loot noch. Wo ist hier? Da. Ausweis. Da! Da, wo ich hingucke. Super, danke. Okay, hier ist alles leer gelootet. Was? Hier ist alles leer? Hier ist hier nichts leer. Ja, aber Gedi hat das ja schon geöffnet. Also. Okay, das heißt. Koffer hier offen. In den Koffern haben wir nochmal alle separaten Loot. Super. Ja. Gut zu wissen. Warte mal, das heißt, wenn ich aus den Koffern Geld loote, kriegt ihr das. Und wenn ihr aus den Koffern Geld lootet, kriegen wir das. Dreifache Loot, also. Win-win. Ja, wollen wir erst zum Bungalow gehen oder wie verhält sich das? Bungalow. Gucken wir mal, wo der ist. Bungalow Nummer 14. Ich würde die Quest mal aktivieren. Goldgräber. Und er sagt mir auf der Karte. Oh, da gibt's zwei. Überprüfe Hotel-Bungalow und überprüfe Hotel-Bungalow. Ich will hier wieder raus. Ja, 190 Meter können wir machen, weil ich nicht weiß, wie das mit der Hauptquest ist. Nicht, dass das am Ende so ist wie im Polizeiding, dass wir am anschließend direkt wieder zurückgeportet werden. Ja, wo sind wir denn? Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Ist das was? Nein. Was ist das? Gibt's hier was? Pure Nature, How to Live on the Island. Von Corel Salomon. Schon wieder Salomon. Mhm. How to Leben. Das war eine doofe Idee. Was geht jetzt? Ich schaff das, oder? Ja, ich geb mir Mühe. Da ist er weg. Ja. Warte, ich komm zu dir. Ah. Der hat mich gesucht. Ich muss, okay. Sagt mal Bescheid, wenn ihr irgendwo was Freshes seht. Nahrung, ja, ich weiß, ich brauche auch Healing. Nahrung. Der sieht doch fresh aus. What?
da. Vielleicht haben wir ja wieder ein Blueprint drin oder so. Ja, das wäre ganz cool. Aua, nicht schubsen! Aua, nicht hauen! Da ist ein Energy Drink. Willst du jetzt? What the? Nö, nimm du mal. Ja, Prost! Gönn dir. Wieso kann ich diesen Ball nicht treten? Ey, wo willst du hin, Junge? Lass dir in Ruhe. Komm wieder zu mir, ne, du Arschler. So, ich knall mal hier. Ich hab dir doch hier geholfen. Ich war ganz lieb. Hast du's bald mal? Kannst du mal die Fresse halten? Nein. Geld. Und ein Messer. So, hier ist nichts. Und ein Gürtel. Oh, ich habe einen Gürtel gefunden. Ich habe einen Lappen. Oh, Geld. Endlich rutscht die Hose nicht mehr. Geld, jetzt können wir spielen. Ja, erst raus, dann rein. Ja, wir sind's mit Radl da. Jetzt geht das wieder los. So geht das, Lena. Immer ruff auf den Kopf. Ich glaube, das kann sie. Immer ruff. Oh, ein Model. Heidi Klum, bist du es? Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Na. Oh, guck mal, ich kann ihre Rippen sehen. Was ist das für ein Model? Ausweis? Ja. Klang gerade, als würdest du den Ausweis verlangen, damit wir hier rein können. Ausweis. Also ohne Ausweis bist du schon 18? Darfst du überhaupt schon rauchen? Musstest du die Tür eigentlich aufbrechen hier? Nee. Okay. Ah. Oh, hier ist Geld drinne. Wo? Achso. Und gar nicht mal so wenig. So, und jetzt haben die Hauptquest. Das hat sich gelohnt. Was? Haben wir jetzt wieder die Hauptquest oder was? Ja. Konntet ihr jetzt alle drei aus dem Tresor Geld nehmen? Ja. Ja. Alter. Diese komische Rotztür hier, ne? Ja. Sind wir denn fertig jetzt? Ja. Kann man hier in mehr Bungalows rein? Hier ist ein Model. Ja, wahrscheinlich sollten wir beiden Bungalows suchen, aber wir haben direkt den richtigen gefunden. Holzfällestick. Gibt es hier nicht noch mehr, die wir rein können? Ich will ja noch mehr rein. Du willst noch mehr looten, ne? Ja. Ich will. Vielleicht gibt es hier was Gutes. Eine Schrotflinte. Was? Ja, sie guckt gerade ihr Inventar durch. Hier liegt in der Kiste eine schwere Schrotflinte. Nee. Doch. Oh. So. Ihr seid ein paar Ficker, ey. Jetzt nicht mehr. Kleine Ficker. Kanada. In Kanada ist Kanada. Was? Oh. Die macht sogar ein bisschen Damage. Damage, ja. Ich glaube, das Wasser am Bungalow hier, ne? Weiß ich nicht. Ich sehe hier in der Nähe, sehe ich keine mehr. Sieht ein Bungalow aus. Ja, den gehen wir jetzt auf, Quest kommt. Wir könnten. Oh, eine Batterie. Was ist hier darum? Die alte Pinsel. Vielleicht gibt es noch Nebenquests, die wir noch nicht gesehen haben. Ausweise und. Ja, sicherlich. Wie wenn sowieso, wenn wir das Spiel durch haben, noch einmal komplett durchrennen und alle Ecken erkunden. Weil ich will irgendwann die 100%. Ich will die Ausweise. Ich habe meine 700 Aufrufe geschafft. What? Ja, meinen Glückwunsch. Sehr schön. Och, ich stehe da schon wieder auf. Bleib doch liegen, Junge! Was? Komm, ich gebe dir eine Kopfmassage. Ich sollte mal eine andere Waffe ausrüsten. Da ist er. Wolltest weg. Du mich hauen? Du wolltest doch nicht hauen, oder? Heul nicht. So eine Pissbirne, ey. Wo bist du denn hin, Lena? Ich bin
weiter, hä? Ach, du bist hinten. Ah, du bist. Ja, da geht's auch weiter. Ich wollte gerade zurückrennen. Oh mein Gott. Nee, hier läuft ein Umweg. Feurio, Feurio. Ja, lauf. Natürlich. Jens, ich geb dir $20, wenn du da reinläufst. Hab ich. Aua! Aua! Nein, dann handel mich an. Au! Nee. Au, shit! Kannst du mir eine Spende da lassen? Danke. Ist das ein Dicke? Oh, ich bin tot. Was? Das ist ein Dicke. Was macht ihr denn? Stimmt. Hallo, lass mich mal. Danke. Ich wollte mit ihnen verhandeln, ganz friedlich. Jens ist schon despawned, oder wie? Ja, ich wollte mit ihm verhandeln, ganz friedlich. Fettes Geld. Hast du das zwei dicke? Zwei große. Ja, ja. Oh. Da okay. Ist er weg. Pisse, ey. Was? 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 Achso. Meinst du ihn? Ja. Ah, Battle Loot. Du bleibst gleich mal liegen. Loot, 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 Loot. Du machst das schon, ne? Huch. Ah, du tot. Oh, ich wusste gar nicht, wo sie hinfliegen sollen. Ja. Die olle Zippe. Olle Zippe. So viel Loot. Loot, Loot. In einigen Spielen hättet ihr euch jetzt einen Titel verdient. Schädelspalte. So. So viel Loot, so viel Loot. Loot ist gut. Warum tötest du dich selbst? Die alte hat Seife gehabt. Da haben wir es lustig. Flüssig? Da lang, ey. Da. Jetzt sehe ich euch. Hier sind wir wieder in unserem Loot-Gebiet. Endlich mal ein bisschen ausruhen. Kannst drin gleich weitergehen. Ich lasse mal laufen, ne? Maybe we should try again in an hour. An hour? 104.8, are you there? Can you hear us? This is 104.9. Yeah, yeah. All right. Well, hang tight, 104.8, because we're coming for you, buddy. That is if the offer still stands. Of course. I'll call in a helicopter. We'll be evacuated to the nearest aircraft carrier. But first, you have to get here. We have wheels, we have gas. We'll get there. Wheels won't cut it. Well, why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? If you had a high-powered telescope, you'd see me waving to you. Linas Charakter hat voll den Eisblick, ey. Ich guck einfach ins Leere. Ja, ich bin ja auch autistisch. Das, weißt du, da... We want to speak to her. I told you, she's barely here. Bitten by one of the infected. She was trying to help him, heal him. I only know all this because of her. Listen, you try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island, all from a fucking prison? Of course we're gonna be suspicious. Where do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel, not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Contact the fleet. Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore, in the middle of the storm. The satellite's down. We're cut off. Any more questions? He's telling the truth. And how would you know? She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You coming or what? I guess we don't have a choice. But first we need to find a goddamn boat. There's no point. This is benign. The prison's
station is surrounded by a minefield. You have to find a guide through to the bunkers inland to Mingindi and find a smuggler called Moen. He knows the way. Bunkers? Japanese bunkers from the war. They're mostly destroyed, so you should have no problem entering. It will lead you inland. All right, White. We're taking you at your word. If this is some kind of con, I will personally take you off at the head. Trust me. It's us against them. We'll be in touch. Ja. Ist das eine gute Idee, Freunde? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Rede mit Mieke. Ah, mit Mieke. Wo ist denn Mike? Da ist Mike. Hast du einen Mike? Ich hab die Mission nochmal angetippt und jetzt zeigt er mir eine Linie an, wo ich langlaufen muss. Mann, ja, die musste mal mitten im Weg stehen. Ja. Ich stehe 100 Meter hinter euch, hallo? Ne, 28. Lauf. Bist du jetzt mal tot? Jetzt ist er. Ja, stirbt natürlich erst, wenn ich komme, ne? Schnell sterben, bevor ich ihn sehe. Ich hab Blut vergessen. Bitte? Ne. Das geht mir gar nicht. Also, ich hätte von dir jetzt schon wieder einen Anpfiff gekriegt. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich hab mich doch gerade selber angepfiffen. Was willst du denn? Also, Lina, ne? So geht das nicht mit dir. Auf ja, die 12. Hui. Ich hab dich genau gehört. Ja. Was hat denn er gesagt? Weiß ich nicht. Der war unhöflich. Super unhöflich. Ja, der hat die Wo Zähne hänge ich denn? Der hat die Zähne nicht auseinander gekriegt. Zähne. Zähne. Auseinanderkriegen. Da liegt eine leere Dose Trinken. Noch eine Nahrungsmittel. Was denn? Was willst du denn, Junge? Ihr habt Spaß, ja? Ja, Lena klärt. Da gerade noch was gehört. Das war ich. Achso. Düm, 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 düm. Kleiner Hai. Düm, 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 düm. Kleiner Hai. Düm, 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 düm. Wartet auf mich. Oh, wir müssen gleich wieder mit dem Auto fahren. Bist du dir sicher? Ja, und sonst steht das ja nicht. Sogar zweimal, ne? Ah! Die Treppe. Also, lieber Charakter, wie funktioniert eine Treppe? Gerd? Ja, ich komme. Ich kann auch B drücken, ne? Wo lauf ich hin? Vorbeigelaufen. Ist da jemand ungeduldig? Dann passt du mal dein maybe. Hol dir eine Bombe von Mike. Don't blow your balls off. And don't forget to bring somebody with who knows their way around. Easy to get lost. Ja, ja. Ja, macht es schon. Ja. Ich trinke noch weitere Energy Drinks. Rede mit Jin. Ich rede nicht mit Jin, ich trinke ihn. Ja, jetzt werde ich aber erstmal rappen. Bevor ich hier irgendwas rede. Hier draußen. Ja, die wird dann wahrscheinlich gleich losfahren, von daher. Ach so, ja, dann sollte ich vielleicht vorher noch Dinge tun. Ja, reparieren. Ja, auch. Hab ich getan. Hast du gemerkt? Aha, okay. Lass mich doch auch mal da dran. Ich bin nicht immer mitten im Weg, Alter. Ja, genau, ich. Immer muss hier im Weg stehen, das geht nicht. Alter. Das geht nicht. Boah, es ist echt unvorstellbar. Was denn? Ich gehe verkaufen. Was willst du denn verkaufen? Wir haben noch keine Waffen gesammelt. Nein, hab ich gekauft. Ihr habt keine Waffen gesammelt? Oh. Nö, ich hab den Scheiß liegen lassen. So, was haben. Ja, ich hab zufälligerweise eine Schrotflinte. Ach so, die Flinte. Die wird. Nee, die behalte ich. Und ein schweres Gewehr? Ich meine, die macht 358 Schaden bei mir. Was gibt's hier? Ein Stockmesser. Und Nagelhammer.
Der hat einen Nagelhammer. Ist das schön. Anything useful? Anything useful? Bank of Banoi. Ja, Kannst du dich nicht entscheiden? Nee, das ist nicht. Ich hab doch gerade. Was ist denn die Scheiße? Oh, ich hab 0 Fertigkeitspunkte. Boah, geil. Das lohnt sich richtig. Nee, ich kann nur Pistolen und nicht. Mach ich das doch mal. Kann ich eigentlich keine. Schade, dass man Fertigkeiten nicht zurücksetzen kann. Ich glaube, ich hab mir einfach mal komplett festgilt. Die Schrotflinte kann weg, die macht, die macht weniger Schaden. Wie das automatische Gewehr. Oh, ich muss nachher erstmal die Ausdauer skillen. Soll ich sie voll quatschen? Ja. Meine Mutter sagt, sie musste sie in sie spielen, bevor sie versiegelt waren. Wenn wir einen von ihnen öffnen können, können wir inland gehen. Sprenge den Eingang zum alten Bunker. Okay. Bunker, ich begrüße Sie. Was? Warte mal, hä? Heute fahren. Tja, Lena, du musst wieder hinten sitzen. Jetzt steigt sie wieder vorne. Nee, warte mal kurz. Ja? Hä? Wieso ist die Quest bei mir nicht angenommen? Jetzt erst? Hä? Warte kurz, ich bin verwirrt. Jetzt ist sie erst angenommen, was ist denn das? Latenz. Irgendwo rein. Aber ich wollte da vorne sitzen. Ja, sag das der Alten. Oh, die blöde Jin. Sitzt du hinten auf dem Kindersitz? Ja. Macht Sinn. Nee. Wann sind wir endlich da? Oh, wir sind mal gerade losgefahren, Junge. Ich muss mal. Ja, ich hab halt Hunger. Mir ist langweilig. Wann sind wir da? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja? Und das ist tot. Deine Mutti. Was? Ja, Mutti, du falls du den Stream siehst, ne? Ich rede von dem. Oh Gott, wir sind in-game. Mann, die wollen alle mitfahren hier, ey. So viel Platz haben wir aber nicht. Ach ja, das gibt wieder Erfahrungspunkte. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das riecht nach Himbeer. Was? Was? Spielt mir das nicht so? Sind wir da? Nee. Nein. Jetzt ist nur irgendwo gegen gefahren. Ja, das war jetzt aber eine ernst gemeinte Frage. Bam. Ich kann auch auf die Karte gucken, ne? Ja. Ah, wir sind ja gleich da. Ja. Du kannst auch unten auf der Minimap gucken, da stehen die Meter. Steht die Meter. Oh, wir sind da fast da. Noch so, Freizeitpark. Nee, nicht ganz. Aha. Hier ist eine schnelle Weise. Ja. Ich will da noch nicht rein, ich will mich erstmal umgucken. Oh, du verlässt den spielbaren Bereich. Ich gehe wieder zurück, da ist nichts. Ja, ich laufe Jin hinterher. Ach so. Ich weiß wenigstens, wo es lang geht. Jin auf dem Weg zum Bunker. Ich dachte, wir müssen da durch die Tür durch. Nein. Dann kommen wir wieder zurück zur Stadt. Bunker, ich begrüße Sie. Nee, es ist anders. Was? Wo? Lass das mal nicht Paul Panzer sehen. Vorsicht, da kommt noch einer. Nö. Habt ihr? Ja. Ja, dann lauf doch los, du blöde Zippe. Olle Zippe, lass das nicht den, du weißt schon wen sehen. Ich bin ja da runtergefallen, das kann ja wirklich wahr sein. Ich trigger schon mal Zombies, wenn es geht, ne? Mhm. Also Lena triggert ihren Tod. Yep. Zombies, hier bin ich, fangt mich. Zombie, Tage.
Der Maulwurf hier! Okay, das ist cool. Lauf ich hier noch richtig? Nee. Oh. Der Tod. Die kommen einfach zeitgesteuert. Der Tod, die Tod. Schwanzgesteuert kommen sie. Oh. Aha. Warum schlägst du dich selbst? Weil mir so war. Ciao. Ah, der klammert ganz schön. Ja, dann komm halt, Kind. Hui. Hast du sie wieder runtergekickt, ja? Ja. Gott. Richtig. Du und dein Spieltrieb. Ja. Wo bleibt die denn? Ja. Jim, mach wir müssen Gas geben, wir müssen laufen. Ja. Ja, hast du gut erkannt. Alte Schabracke. Alle von vorne. Toll, und dann hat er nur Seife gehabt. Und die Alte hängt da hinten rum und macht gar nichts. Okay, Dann hättest du blöde Kuh auch im Auto bleiben können. Lena, du kriegst jetzt einen neuen Spieletitel von mir. Was? Wieso? Du bist jetzt die Herzkönigin. Was? Ab mit dem Kopf. So. Jens bleibt Schädelspalter. Und ich bin einfach der Depp. Ein Bunker, ein Bunker. Wo denn? Na hier. Komm ich hier runter? Ja. Ach, du bist ein Schläger! Ach so, das ist ein Dicker. Hierher, Schläger, Schläger, Schläger. Hierher, Schläger, Schläger. Was? Aua! Oh, Lena ist aber geflogen. Aua. Ja, dafür flog er auch. Ich hab dich gerettet. Wie, ich lebe noch. Nee, ich lebe nicht mehr. Nein, ich, jetzt schon. Danke. Oh, ja. Mach den Sprengstoff scharf. Ah, du bist ein echt sexy Sprengstoff. Zieh dich aus. Ich steh voll auf dich. Ich geh mal da weg, dass ich nicht sterbe. Echt eh. Wir haben den Sprengstoff scharf gemacht. Ja, schön. Bring dich weit genug in Sicherheit? Ich würde sagen. Weit genug? Ja, Jin, nicht dahin, komm zurück. Okay. Wow. Toll. Wahnsinnig toll. Ja, toll dann gemacht. Lauf, Kind. Ich gehe hinter dir her, damit du... Oh, rennst du bitte mal! Ja, quick, quick. Mhm. Ihr habt Spaß. Müssen wir unten unter? Runter? Unten unter? Was? Müssen wir unten unter? Ja. Ist hier noch was? Under the sea. Under the sea. Warte mal, sie ist hier. Dann gehe ich erstmal zurück, weil da war eine Leiter nach auf die Ebene hoch. Ja, nee, wir dürfen den Spielbereich da nicht verlassen. Es ist ja im Spielbereich. Hier ist eine Kiste. Wo? Brutaler Messingschlagring. Ja, toll. Weiß. Nimm ich mit und verkaufen. Weiß. Ist egal, ich verkaufe den nachher später. Ja, okay. Ja, solange ich noch Platz habe. Lena, ich fahre. Ach, wir müssen hier zum Dschungel. Okay. Was? 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 Was ist falsch mit dir? Alles. Ich kenne ihn schon eine Weile. Alles. Also Lena, du musst mich doch schon lange genug kennen. Also. Ich verdräng das. Was? Deswegen kommen wir beide so gut miteinander aus, Lena. Was? Weil ich das... Weil du verdrängst, ja. Ich verdränge auch so einiges. Ich wurde heute gefragt, woher ich Linda... Linda kenne. Hallo, Linda. Hab ich gesagt, Tinder. Ja, ich hatte gerade Tinder und dann kam Linda. Okay. Also, wenn ihr Lena unterstützen wollt, swipet rechts. Danke, Gerd. Ach, Gerdi, du musst mir mal später deinen Twitter-Account schicken. Kann ich machen, aber das ist nicht mein ultimativer. Ich werde mir definitiv nochmal einen anlegen, beziehungsweise überhaupt einige Sachen anlegen müssen. Naja. Lena, du auch, ne? Was?
Du hast auch Twitter, ne? Twitter. Nee. What the fuck? Ja, Lena findet ihr ja auf den. We do what's right. We do the right thing. Connor, you are a police officer. You protected those who couldn't protect themselves. This is your path. Das ist ja der Dschungel aus Teil 2, ne? So ist das ein anderer Dschungel. Es gibt einen Teil 2? Ja, es gibt Dead Island. Riptide. Es gibt Dead Island Riptide, ja. Ja, dann weiß ich, was wir danach spielen. Oh, ich will aber kein Boot fahren. Da da dam da dam dam. Dim 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 dim. Was? Nee, dazu nicht. Ja, toll, Geld. Jetzt wird das Video von Nintendo geklebt. Danke. Kein Ding. Ich will hier einsteigen. Blöde Kuh! Suche Möwen im Dorf am Fluss. Mann! Ich hasse die. Ah. Wollen wir jetzt die Nebenquests aktivieren oder gleich die Hauptquests machen? Wir machen erstmal die Hauptquests, wenn wir die fertig haben, machen wir die Nebenquests. Sind wir bald da. Ah, halt die Schnauze. Oh, der lag was Süßes. Guckt euch mal die Statue an. Ja. Sieht aus wie ein großes Baby. Ja, in der Tat. Mann. Hier lebt der Stamm der Uga Ugas. Das sind die Mugambis. Nee, nee. Die Mugambis waren woanders. Das sind die Uga Ugas. Die Uga Ugas leiden an der seltenen Krankheit, der Benjamin Button Krankheit. Oder so ähnlich. Ich steig hier aus, ich rede zu viel Müll. Aber wir sind da. was? Zum Henke, wieso hab ich Schaden? Schadenfreude ist was Tolles, ne? Leck mich, ich geh da raus. Was? Nein, hast du nicht gesehen, was mit dir passiert ist, als ich die Tür aufgemacht hab? Da hat sich ihr Kopf ganz komisch verdreht. Okay. Und dann war sie auf einmal auf der anderen Seite und... Wie beim Exorzisten, ja? Ja, es ist... Oh, Wasserleiche. Oh. Seit wann kann ich dich nicht mehr töten? Wo ist eine Wasserleiche? Die ist schon tot. Die hat deinen Bruder getötet, glaube ich. Bist du tot? Ich kann dich nicht wiederbeleben. Also, das ist jetzt. Medkit. I'm sorry, Jens. Ist doch egal, die 3000 Dollar. Ja, kannst mal sehen, was wir schon alles eingesammelt haben. Wo denn lang? Da. Ach, hier unten. Ach, da ist sie. Ich hab sie, ich bin bei ihr. Das ist also der Dschungel. George. Dschungel. George from the jungle. Siehst du, Lena weiß ganz genau, was ich meine. Ja, Strebe. Nett. Du hast den Text wieder gelernt, ne? Ich kann nur ein Wort, George, fertig. Ich schreibe dir einen Text, die Text. Oh, echt, ey. Die rennt einfach weiter, oder was? Ja, für alles andere hat sie ja uns. Olle Zippe, Katie, kommst du? Nö. Die alte Lebensanzeige, deswegen können wir da nicht vorher. Aha. Die rennen einfach weiter. Ja, alte Drecksau. Lena, geh weg. Ah, ja, warte. Ich. Daneben, er wurde getötet. Ja. Ich kann nichts mehr tun. Ich. Was war das gerade? Was passiert mit mir?
Ja? Ja, hör auf, zurückzulaufen. Also ich laufe nicht zurück. Ich laufe nicht zurück, ich schwöre. Du läufst gerade bei uns rück, bei mir. Sieht ja, ja, ich bin auch rückwärts gelaufen, aber ich habe keine Taste dafür gedrückt. Das Auto ist geil, ja. Wahnsinnig geil. Das Auto. Was ist hier los, Alter? Es lebt, es lebt. Oh. Hier hinten ist eine Kiste. Ein Messingschlagring grün. Och, Gerd, töte doch erstmal zwei. Ach so, die sind wieder da. Die ja, sind ach. Wieder da. Gleich seid ihr wieder weg. Ich bin gleich tot. Ich bin schon tot. Sehr schön. Ganz tot. Ja, aber manche Leute denken, die müssen erstmal looten. Ja, ja. Ja. Ich verstehe sie manchmal nicht, ey. Leg dich hin und halt die Schnauze. War hier nicht noch einer doch da? Da ist er weg. So, kommst jetzt bitte runter und bleibst du bitte auch bei uns. Nö. Und rennst dich wieder vor, du dumme Kuh. Kacksau. Ich wollte gerade das H-Wort sagen, aber ich habe mir das gespart. Hausfrau? Wie kannst du? Genau. Du dumme Hausfrau. Oder Husar. Nee, Hund. Huskarl. Das war Skyrim. Ach, das ist doch der immer geschrien hat, Wurstbrot, ne? Wurstbrot, genau. Das Spiel war cool. So, jetzt würde ich erstmal Molly werfen, bitte. Yeah. Danke. Ich würde erstmal, dass sie stehen bleibt. Die geht ja aber dahin. Das ist ja das Problem. Sie rennt gerade vorbei. Oh, sorry. Ja. Ja. Lass sie stehen. Die bleibt auch nicht stehen. Nee. Nee, er läuft einfach weiter. Dann heult sie rum, wenn sie stirbt, weißt du? Ja, echt mal. Ja, ja. Wie im Real das Life. Er ist große Fresse, wenn sie sterben, heulen sie rum. Das wollte ich nicht! Wieso sterbe ich? Ich bin zu jung. Ich bin zu schön, ich hab zu viel Geld. Halt die Fresse. Stirb einfach. Komm. Wo wollen wir überhaupt hin? Wo will sie hin? Weiß ich nicht. Das weiß sie selber noch gar nicht. Zu irgendeinem Bunker wahrscheinlich. Der hätten wir auch. Jetzt da. Bleibt sie stehen. Also. Ist das Infektion all over the island? Jesus Christ. Der kann dir auch nicht mehr helfen. Ja, hast du da schon gemerkt, dass die Infektion über der ganzen Insel ist, ja? Mensch, du bist ja richtig schlau. Du spielst das Spiel auch erst seit heute, Jill, ne? Jin. Jin. Jill hätte hier aufgeräumt, beim besten Willen. Wo ist sie denn lang? Was, wo denn? Wo bist du? Ach, ja, nur mach die scheiß Tür auf, mach auf da, sagt Jill. Schau dir aufs Maul, danke. Ich sehe schon ganz viele. Danke für die Aufzeichnung. Morkin. Danke für die was? Aufzeichnung. Ah, du siehst ja, ja lässt du mich durch. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Hier ist ein Bauplan. Brecheisen Schockmut. Was? Wo? Hier, wenn ihr mich mal rauslassen würdet, danke. Das ist eine enge Kiste hier, ne? Was ist das? Ich hab eine Schlange im Stiefel. Was ist das hier? Was ist was? Bist du? Ah, das ist. Ah, okay. Ich verstehe. So, können wir jetzt mal hier quatschen oder was? Ja, mach doch. Ich will doch gleich nochmal gerne Pause machen. Ja, können wir machen. Afran. We heard on the radio that their car got swamped and they're stuck out there, waiting for help. Ist das Will Smith? Will, bist du es?
Was? Wieso? Schattenverfolgung. Berge die gestohlene Waffen und Munition und bringe alles zu Matutero zurück. Ja, ich würde aber tatsächlich vorher noch Nebenquests annehmen, die hier... Ja. Aber wir machen jetzt mal eine Pause. Ja, dann stellen wir uns mal hier rein und dann... Ja, ich stehe draußen drin. Nee, ich stehe doch drin. Stehe ich an der Werkbank? Ich stehe an der Werkbank, dann stehe ich im Weg. Ich stelle mich auf den Sessel. Fünf Minuten, dann sind wir wieder da. Genau, bis in 5 Minuten oder 5,5, je nachdem. Bis gleich.
Und auch in den Stream. Gute, da sind wir wieder. Lena kommt auch gleich. So. Ja, ich sag dann auch mal herzlich willkommen zurück. Lena kommt auch gleich. Und dann geht's weiter. Ihr Zuschauer und die den Stream hier nach noch schauen sollten, nachträglich, am Freitag werden wir Signs of Silence spielen. Okay. Dies ist ein Koop-Horrorspiel, mal sehen, wie das wird. Ist das so? Ja, das hatten wir schon am Montag gesagt, Geni. Ja, okay. Spul nochmal auf Montag zurück. Ah. was? Ach so, da steckt... Okay. Wieso quatsche ich immer noch? Wir wissen aber noch nicht, ab wie viel Uhr. Das werden wir dann sehen, weil... bin geehrt. Er muss ja auch sehen, wann er jetzt Feierabend hat. Genau, ich muss auch mal arbeiten. Wir sagen mal zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr. Irgendwas dazwischen. Oder danach. Cool. Oder davor. Ich kann ihn richtig zertrümmern. Kann ich den richtig zu Klump schlagen? Und Samstag denn wie gewohnt The Forest. Alter, was sich dieser Leiche gerade antut, das ist unglaublich. Oh. Die hat Spaß mit Leichen. Hallo Lena, willkommen. Ich will... Ja, ich geh mal Quests annehmen. Ja. was sagt die Karte? Gibt es hier irgendwo einen Verkaufsstand? Nein. Bring Loren die Verbände. Okay, hast du denn... Töte alle Untoten am Hafen. Okay. Ja, kriegen wir hin. Aber ich habe doch schon Verbände aufgenommen. Kann ich dir die nicht einfach geben? Nö. Weiß natürlich ich nicht. Nein, Sau. Das sind ganz besondere. Wollen wir uns erstmal hier in den Häusern umgucken? Ja. Maybe. Okay. Würde ich schon sagen. Dann würde ich hier vorne schon mal anfangen. Obwohl, ihr seid da hinten, da würde ich zu euch eher kommen, oder? Nee, mach doch woanders. Hier ist doch safe. Fackeln. Ich habe Fackeln gefunden. Fackeln. Komm ich denn zu dir? Okay, ich habe eine Bratpfanne gefunden, meine Waffe. Ah, der Wahnsinn. Okay, jetzt kannst du PUBG spielen. Ich habe auch eine. Es ist ein Popo geschützt, wenn man dich von hinten attackiert. Töte Vargas. Was? Töte Vargas. Aber nicht doch nicht Vargas. Ich hab verstanden. Töte Vargas. Komm zu mir. Wo ist mir? Ist gelb, ne? Ja. Komm zu gelb. Und? Bist du denn hingekommen? Oh, hier ist ein Ausweis. Ich bin zu doof, zu dir zu kommen. Treppe hoch. Wo ist denn die Treppe? Bei der Leiter. Wo ist denn die Leiter? Okay, hier. Hui, Rampe hoch. Eine Rampe. Hier ist ein Quest. Jetzt stehe ich vor einer verschlossenen Tür. Dann komm doch, geh doch da lang, Mensch. Jo. Ah, so, muss man dir alles hier ist ein Ausweis gehen. Irgendwo. Da leuchtet was. He's getting away. Ja, he's getting away. Er geht away. Mhm. Kann man die verkaufen? Nein, das ist Quest. So. Durchsuche die Bunker und bringe die Essenskonserven zu Brian. Brian, Essenskonserven habe ich noch. Wie viel will er denn? Nein, der will diese ganzen Packen. Der will wieder ganz bestimmte haben. Die andere will auch Verband und meine will sie auch nicht haben. Brian. Da in der Nähe ist
das Versteck der Russen übrigens. Blöde okay, Zippe. Welchen Quest wollen wir denn jetzt machen? Ich schau mich erstmal um, ich bin noch nicht. In der Nähe von der Hauptquest ist das Versteck der Russen. Mhm. Zum Beispiel. Besorge Verbände für Lauren. Hier ist noch ein weißes Fähnchen bei mir. Ja, es sind Verbände. Okay, okay, dann hol ich die mal. Noch eine Bratpfanne. Willst du auch eine Bratpfanne, Jens? Wir können nur die Hauptquest verfolgen, gerade. Ach, verdammt. Also, warte ich mal hier auf euch. Komm mal hier rein, hier gibt's ein Aufnahmegerät. Wo ist hier? Ich hab den Schlüssel zum Medikamentenschrank. Ja. Und hier ist das Aufnahmegerät. Ah. Was? Hä? Wo hier? Das lag hier unten. Hier, genau vor seinem Küsten. Ist da ist bei mir nichts. Hä? Wahrscheinlich ist das ein Questgegenstand. Genau wie der Schlüssel zum Medikamentenschrank. Wo hattest du den Quest eigentlich angenommen für den Schlüssel? Oh, ich hab ja einen. Ach, hast du schon aufgemacht gerade. Ja. Ich hatte nicht. Ich wusste nicht, dass das Quest ist, sonst hätte ich damit gewartet. Das sagt er mir ja nicht. Was? So, wo ist denn Lauren? Ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Ach, das mit den Verbänden? Ja. Wo war denn jetzt? Kann ich auch, das kann ich auch schnell selber, oder? Komm. Hier, komm mit. Ja. Gibt es hier nur einen Weg raus? Wo war denn das Aufnahmegerät? Das lag sollte... genau bei Ion. Das lag hier. Achso, okay. Ach, klar. So, dann kommt mal mit. Ja, die geht natürlich wieder woanders lang. Ja, ich renne einmal rum, bis ich zu dir bin. Hage. Ich hatte halt das Fähnchen markiert. Da hat es falsch markiert, okay. Ich kann hier durchgreifen, okay. Danke für den Reiniger. Was? Ja, ich auch. Danke für den Reiniger. Das habe ich schon. Ja, geh Jens hinterher. Bin unterwegs. Kein Ding. Wow. 15.000 EP. Hat ihr was? Ja, ein Handbeil. Kraftloses Handbeil. Mit dir. Bei mir ist es ermüdend. Und immer noch ein Quest. 5 Heilkräuter. Ach, die kannst du dir selbst besorgen. Die kann gleich eins in die Fresse haben. Reicht ihr eins nicht? Drecksau. Ja, dann bin ich langsam echt voll. Okay, wir schaffen. Ich hab hier was gefunden. Kommt doch mal her. Moment. Nichts sagen, Jens. Das muss was Gutes sein. Ja, das brauchen wir tatsächlich. Es ist mega. Ich hoffe, wir können von hier aus irgendwo eine Schnellreise machen. Ja, gibt's. Zufälligerweise dort, wo die Werkbank war. Guck mal da unten. Spaten. Jo. Ich nehme mal mit. So. Es heißt, wir haben jetzt auch einen mitgenommen. Ja, jeder hat einen Spaten mitgenommen. Nee, ich nicht. Hier ist sogar noch einer. Was? Dann hier, da ist noch einer. Da ist Lena. Ich habe Spaten. Spaten. So, okay, Spaten. Dann machen wir mal eine Schnellreise, wa? Es gibt Spaß im Garten. Scheiße, wir wissen ja gar nicht, wo wir das abgeben müssen, weil wir die Quest haben. Doch, an der Kirche. Die Mutter Oberin hat uns darum gebeten, Spaten zu holen, damit sie die Leichen begraben kann. Ab zur Kirche. Ja. Mutter Oberin? Ja. Nee, das war wieder irgendwas anderes. Das, der verkleidete Louis Define ist das, ja. Suche einen Spaten. Begraben. Okay. Sagt meine Quest jetzt. Neue Quest 3 Nägel, hä? Ah, nee, ich suche einen Spaten ist vorne.
Vorne in der Ecke. Der will Batterie haben. Da hinter der. Der ist hier. Ach, hier oben ist oben. Der. The corpses are infested with flies and maggots. Es gibt danke. Sicher. Danke, wow. Danke, du Arschloch. Danke. Die gleich verökern. Für nichts. Ah, stimmt, die können wir verkaufen, na, endlich. Zum Glück sind wir nochmal hergereist. Messingschlagring kannst du haben. Messingschlagring. Bratpfanne. Kraftloses Handbeil, zerbrechliche. Böse Sichel. Böse Sichel. Eine ganz böse Sichel. Ja, ich bin voll begeistert. Apropos. Ja. Keine Ahnung. Vergessen. Okay. Was willst du hier? Nägel haben. Was gibt's für die Nägel? Geld. Oh, this will help. But if you find any more, please bring them back. Nö. Ich hab dir gerade alle meine Nägel gegeben. Halt mal die Klappe. Von mir will er nichts haben. Ja, ist er. Auch nix. Du willst Batterien haben. Gibt's auch Geld, ne? So. Ja. Wir haben jetzt Kohle, danke. Ja, wir sind mit Kohle da. Let me out! Kenny, warum? Warum nicht? Eddie, willst du nicht gleich hier ein bisschen hochgehen? Kann ich das? Ja, kannst du. Ich muss gar nicht, dass ich. Das muss. Guck mal, hier hinten sind noch. Hier so hinten ist noch ein Energy Drink, ein Apple. Bin doch schon hochgehalten. Bin doch schon hochgehalten. Oh, ein bisschen auf deine Gesundheit achten, Minion. Ach nee. Genau, achte auf deine Gesundheit. Drink mal einen Energy Drink. Yeah. Ich bin sofort soweit. Das ist gut für die Corona. Ja. Mach ruhig, Lena. So, genau, ich wollte mal die neue Modifizierung angucken. Das war für Brecheisen Shock Mode. Das war scheiße. Das war. Wahr. Das war wahr? Wava in the Papa. Was? Oh, mir fehlt Kohle. Was denn? Oh, ich war gerade wieder gebackt. Kann nicht wahr sein. Und wieso rüstet er mir Sachen aus, die ich gar nicht tragen will? Achso, doch, die trage ich ja. So, dann können wir wieder zum Dschungel, ne? Wollt's gar nicht. Come to the jungle. Ja, können wir. Drückst du drauf? Drauf am Floss. Ich habe gemarkt, habe ich. Hast du drauf gedrückt? Ich habe gedrückt. Und das ging in die Hose. Meistens so, ne? Aktuelle Quest Schattenverfolgung. Okay. Ich habe A an der Host gemerkt. Ich wollte gerade sagen, wo wir da hinfahren? Hahaha. Was? Schattenverfolgung, ja, müssen wir ja jetzt machen. Und dann gehen wir da hin. Wir warten immer aber der noch gelben auf die Steinstraße. Weil das bei Lena ein bisschen länger dauert mit Laden. Ich bin da. Ich folge jetzt der gelben Ziegelsteinstraße. Mach mal. Toto, warte. Wollte gerade sagen, vielleicht kommst du ja endlich zum Zauberer von Oz. Das war Sinn der Sache. Ich kriech mich jetzt mal durch hier. Der Zauberer von Oz. Warte mal, war der nicht vom ersten Power Ranger Film? Ja. Zauberer von Oz. Das Oz gibt's aber auch bei den Turtles tatsächlich. Ja. Oz. Klingt ja nicht so gut. Doch, das geht. V
Fall halt aufs Maul, du. What? Hui. Geld. Geld, Geld, Geld. In your ich fucking face. Geld. So, jetzt kann ich wieder sterben, weil blank bin ich eh. Oh. Die hat blank, blank gezogen. Ah. Was? Das wüsste ich. Und wenn ihr das sehen wollt, nur auf meinem Channel. Was? Ich habe mich hochgepackt. Was? Hi. Wir müssen noch da hoch. Wir müssen Munition jetzt sammeln. Da geht mal. Munitione? Was für Munitione? Munitione. Ah, stimmt. Wir sind ja auf der geheimen Mission nach Munitione. Ich schieß drauf. Hui! Ah, oh, beim ersten Schuss. Schön. Der hat einen Satz gemacht. Ja, warte mal, da hinten ist noch ein Fass, wo er gerade steht. Ah, aua. Hinter dir, Jens, hinter dir. Weg, 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 weg. Ja. Ah, oh mein Gott, deswegen habe ich so viel Leben verloren. Weil du so. Nein, Hilfe, Hilfe. Aua. Jena, lebst du noch? Ja. Ja. Gerade so. Lena, bist du da? Da ist noch so eine. Ich, also, yeah. Ich kann da nicht nah dran gehen. Tut mir leid. That's it. That's it. Hier irgendwo Heal. Also mit Zielen habe ich es heute nicht so. Ist kein Heal. Wieso ist hier kein Heal? Ja, das kenne ich. Was liegt denn hier? So, Geld. Okay, wir müssen die Leiter hoch. Okay. Oder? Ich weiß es nicht. Nee. Ah, nee. Hier lang. Befrucht. Entschuldigung. Nö, schon okay, ich war direkt hinter dir. Sehe ich nicht. Gerd, hast du eine neue Frisur? Who are you? Oh, der süße Ärmchen. Kann man ihn mal streicheln? Es ist ein Raptor. Wollen wir das? Ja, müssen wir. Das ist Stumpi. Stumpi finde ich gut. Stumpi! So hatte Erik ihn getauft, glaube ich. Ich habe das Let's Stumpi. Play von Erik ja nicht gesehen. Immer noch nicht. Bildungslücke, was wollt ihr denn? Ja, das kannst du auch nicht mehr gucken, glaube ich. Das dürfte nicht mehr online sein. Ja, muss er ja damit aufnehmen. Ich weiß. Okay, hinten ist abgesichert. Oh, 2000. Was? Hier ist ein Selbstmörder. Ja, dann töte ihn. Jetzt nicht mehr. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr nicht im Weg steht. Nee. Okay, es wird auf jeden Fall schwieriger. Ach, was? Ey, davon ist noch eine Kiste. Was? Wo? Ach, da. Ach, ein Gürtel. Mhm. Damit verprügel ich dich. Falls du mal wieder deine Frau. Ich kann sagen, wenn du mal wieder deine Frau verprügeln willst. Mhm. Immer noch kein Bier kaltgestellt? Komm mal, ey. Drecksau. Gerd hat eine Frau? Ja. Du willst also sagen, wenn meine Spülmaschine kaputt ist, kann ich die mitnehmen. Die im Schrank steht. Ich fühle mich gemobbt. Okay, wir brauchen zwei Lieferkisten. Okay.
sind aber da. Müssen wir trotzdem hier lang? Wir können schon vorgehen, ich bin gleich wieder da. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich hier wirklich richtig bin. Aber also ich bin hinter dir, es scheint so. Achso, ach, Mann, ist wirklich auch meine Maus gekommen. Oh, ja. Große Batterie. Können wir nicht einfach... Ach, der sagt ja auch an, wie viel Wert die Waffen haben. Sicher jetzt erst. Gute Reaktion. Ich dachte, ich könnte den irgendwie ansprechen, aber... boah, dann halt nicht, ne? Okay, dann brauchen wir auch jetzt warum die können Pistolen. Wir das Goku nicht nehmen? Wo soll er sein? Da. Ach, dang it. Wieso nennst du mich Bitch? Sag mal, geht's noch? Auf Bitch. Die Fresse hier. Ich hab keine Muni mehr. Hat er Muni? Ich hab Muni, ja. Achso, ja, der... Nein, nicht du. Ah! Okay, haben wir hier denn vielleicht auch ein Auto, mit dem wir fahren können? Zur Not. Ich will erstmal Dinge einsammeln. Lass mich Dinge einsammeln, damit ich hilfreich sein kann. Es stehen heile Autos rum, aber man kann damit nicht fahren, ist klar. Ja, ja. Da hinten ist noch ein, ne? Ja, hinter dem Auto. Aua! Ach, da ist auch noch einer. Du tot. Okay. Stirb. Tot. Oh, vergesse. Ja. Hab ich ausnahmsweise mal getroffen, echt. Ne? Nicht jetzt. Incoming. Ja, aber lebt der noch oder ist der schon tot? Da war doch einer. Oh, eine Wasserleiche. Und ich bin tot. Was? Oh Gott, das war eine Kelle. Zombie angestürmt. Okay. Und du hast nicht getreten? Nee, weil ich nie trete. Oh, Scheiße! Aua! Mach keinen Schaden. Ja, die Pistolen kommen. Headshot. Arschloch. Die lebt noch, die Leiche hier. Jetzt nicht mehr. Wieso lebst du? Keine Ahnung, der ist nur hingefallen. Wir wollen hier tragen und ich schlag die weg alle oder was machen wir? Das ist halt die Frage. Ja, wo? Ach, wir müssen weiter mit den Kisten. Ach, hier ist ein Auto. Hier ist ein Auto. Okay. Okay, ich komm. Oh, ein Auto. Mann, ein bin Auto. Ich gut. Das stimmt. Alter. So. Gleich rein mit euch. Stumpi war das. Ich sitze. Ja, aber wir haben nur eine Waffenkiste. Sollen wir nur eine Waffenkiste? Nee, wir haben zwei Waffen. Zwei. Ich hab schon eine reingepackt hier. Ich dachte, wir sollen drei. Nein, zwei. Okay. Hinter uns geht's weiter. Boah, wieso sollen wir jetzt hier lang auf einmal? Weil wir die Typen überfahren können und dafür EP kriegen. Ja, geil. Irgendjemand stöhnt hier ganz schön. Ich glaube, Lena ist das. Das war mein Mikrofon. Ich meine, der Charakter. Lena hat wahrscheinlich wenig Energie gerade. Ja, das ist korrekt. Siehst du, sag ich doch. Oh, hat ja beinahe geklappt, wa? Ja, ja, mach das. Das mal. Ging in den Kopf. Also in meinen.
Was sagt denn die Karte vom Dschungel? Wir sind doch gleich da. Die ist jetzt nicht so groß. Nee, nö. Wir haben sie schon fast komplett erkundet. Wir haben sie ein bisschen kleiner gehalten. Und jetzt sehe ich auch, dass der Hafen gar nicht mal so weit weg ist. Der ist ja gleich hier vorne. Wohin? Rein da. Ach, da. Genau. Oder dahin. Ah. Rede mit Matutedo. Matu. Was? Thank you. Vollautomatisches Gewehr. Brutales vollautomatisches Gewehr. Und eine große Bakterie. Was ist? Hast du schon wieder eine Quest? Nein, die nehmen wir jetzt nicht an. Wir machen jetzt Zeitquest. Halt die Klappe. So, kurz mal rappen. Und weiter geht's. Nee, warte, ich muss auch noch reparieren. So, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ich kann die Ausdauer erhöhen, ja. Oh Gott. Töte Vargas, töte alle Untoten am Hafen. Finde Versteck. Nee, wir machen jetzt keine Schattenverfolgung, fick dich. Flugzeug. Ich würde Tod im Fischernetz machen. Mir doch egal, was du machen willst. Aber das, wenn ich richtig geguckt habe, ist es in der Nähe. Töte alle Untoten am Hafen. Töte. Danach machen wir denn endlich mal Nachtfalke. Ich will die Quest nicht mal durchhaben mit Nachtfalke, ey. Wie cool. Ich habe in den Arm abgetreten. Der blutet wegen meinem Tritt. Das hast du ja ganz toll gemacht. Du bist ja ein ganz... Ich bin der Beste. Ganz feiner, brutaler bist du. Ja, ganz feiner. Jetzt Quest. Und was wolltest du jetzt machen? Du wolltest Nachtfalke. Genau. Nein, Geld. Nee, die Typen am Hafen. Nein, wollte ich. Danach. Ah, okay. Ich will erstmal Hafenklopperei machen. Ach, ja, klar. Weil das ist ganz in der Nähe. Das ist ganz. Genau. Klar. Ja, da können wir runtergehen. Ja. Können wir runtergehen. Das ist mir sicherer. Ja. Tito. Hafenkloppe, Hafen. Hafenkaloppe? Erstmal looten. Ich renne in die Richtung. Wo ist. Da ist der erste Zombie. Ich will nur wissen, wo der ist. Da drin, oder? Zombie! Ich nehme es an. Okay. Ja, wie bist du da reingekommen? Achso. Da wir ins Wasser springen. Ist der das auf dem Boden hier? Ich hätte gesagt, er hat ein Brett vom Kopf. Ich hab's gehört, ja, ich hab's gehört. Vorsicht, da ist. Alle tot? Ja, ich glaube. Jens, du stehst mir im Weg. Hier ist ein Ausweis. Rede mit Klobias. Okay. Hier ist was? Auf dem Bett, also neben dem Bett ist ein Ausweis. Bett? Ach, auf den Tisch da. Ist das kein Bett, ist das eine Couch? Da. Auf den Nachttisch. Ich habe das Bett nicht gesehen, Gerd. Okay. Nee, ich dachte gerade, ich hätte mich da geirrt und wieder Scheiße gelandet. Ja, Gerd, ja. Das ist nichts Neues bei dir, Gerd. Ja. Klebeband, nice. Ach, Klebeband ist für Anfänger. Ich nehme Spuck und Kaugummi. Schade, ich dachte, ich kriege noch was zu lachen und Lena fehlt. Hey, sind das nicht diese Pflanzen vielleicht? Ja, dachte ich auch, aber nein. Hier ist eine Tür, kommen wir hier rein. Nö. Hier in das Haus kommen wir nicht rein. Scheiße, wa? Ja. Was ist denn noch für Loot? Interesting.
Was ist hier noch? Jo. Okay. Wie fies ist das denn? Was? Warum ist hier eine Wand? Warum darf ich hier nicht lang? Oh. 3200 Cash gibt's. Wieso wartest du nicht auf uns? Wenn ihr lootet, das dauert immer eine Ewigkeit. Jetzt stell dich mal nicht so an, sei doch nicht so unschuldig. Ja, dann würde ich auch mal looten. Looten macht reich. Ich bin reich genug. Wo war denn das jetzt? Reich wie die Geister. 35.000 habe ich, das reicht mir. 35.000? Ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen weniger, oder? Ja, 9.000. Ja, das ist... So, wie sieht's denn auf der Karte aus? Was wäre das nächste? Flugzeug. Ich möchte Dinge verkaufen. Genau, suche das Flugzeug. Quest. Nachtfalke, ich habe Nachtfalke aktiviert. Nachtfalke. Ja, aber ist das nicht besser, wenn wir Nachtfalke aktivieren? Nachtfalke. Was hast du aktiviert, Jens? Nachtfalke. Nachtfalke. Nachschalke. Was? Oh, ganz, ganz schlechtes Thema. FC Schalke 04. Ja, sind wir weit gekommen, wa? Kommen wir da jetzt echt nicht durch? Nein. Ich gehe hier lang. Oh, er hat Geld. Wer? Na, die Leiche da am Auto. Oh, nicht für mich. Immer das Gleiche mit der Leiche. Oh, ich glaube, wir haben das Flugzeug gleich gefunden. Ja. Maybe. Ich hoffe, die Quest lohnt sich auch, ey. Maybe. Oh, was gibt's denn hier? Früchte. Die brauche ich mal ganz dringend. Okay. Oh Gott, ey. Wie es einfach fast nichts bringt, das kann doch nicht wahr sein. Die Melodie gefällt mir gar nicht. Wo rennt ihr denn hin? Loot. Also, Health. Health. Energy Drinks. Oh ja, einen gönne ich mir. Oh, jetzt bin ich fast voll. Geil. Oh, jetzt bin ich endlich voll. Bin ja schon wieder hart. Knackerhart, die Alte. Ich bin gleich wieder tot. Ja. Warum? Nur so, er weiß es schon im Voraus. Ja. Okay. Es ist geplant. Achso. Macht er alles für die Views. Genau. Damit ich Rage quitten kann und endlich, keine Ahnung. Oh mein Gott, so viele weiße Hände, was ist das? Aua! Jetzt bin ich wirklich geil leicht tot hier. Hier ist eine Werkbank bei mir. Die weißen Hände. Aua. Ich stirb. Ein kräftiger Flammstreitkult. Ich guck mal. Ja, tatsächlich, hier ist eine kleine Base drinne. Wo hier? Wo ist denn... Ach, da bist du. Was sind denn diese ganzen kleinen Hände? Das weiß ich nicht. Ich stehe... Vielleicht sind es die, Ja, die Kräuter. Die Kräuter, würde ich gerade sagen. Die Pflanzen, die Heilpflanzen. Cola. Ja. Cholera ist das. Geht die sammeln, die sind hier. Gute Cola. Ja. Dann haben wir das, weißt du? Ja, und anschließend treffen wir uns bei der Werkbank. Ich weiß zwar nicht, wo die Werkbank ist, aber gut. Da, wo ich eben fast gestorben bin. Ich stell mich mal dahin. Ich stell mich dahin. Ja, stell dich doch mal dahin. Ich glaube, habt ihr alle eure Tage gekriegt oder was? Halt die Fresse. Nee, ich hatte meine erst. Das wollen wir gar nicht wissen, Lena. Das gehört hier gar nicht im Stream rein. Ja, ist gut. Ich traue so und so keiner Frau, die 7 Tage in der Woche blutet und dabei nicht stirbt. Ihr habt den Pflanzenstreitkolben auch gefunden, gell? Nein. Nein. Wo? Ich hab irgendwie zweimal oder dreimal gesagt. Ich hab's gehört, aber ich hab nicht gesehen, wo. Ja, da wo ich stand. Da bei dem Auto. Da wo die Kräuter gesammelt
Ja. Da, wo wir die Kräuter gesammelt haben, da ist doch dieses gelbe Auto gewesen. Oh, ja, hier ist... Pflanzenstreitkolben. Danke, Lena. Bitte, Lena, du bist die Beste. Kuss auf die Nuss. Oh Gott. Da bin ich raus. Warum das denn? Die sind zwei Kampfdoppelklingen. Warte, ich kann gerade nicht gucken. Ich kann mir gerade den Zauberstab passen. Ich wollte sagen, wo lauft ihr hin, aber ihr seid ja denn... Ja, so sieht der aus. Und ja. Blitz. Zeig mal. Mein Zauberstab. Ui. Nice. Wie machst du dir die Schaden? Und wo... Wo war jetzt... Die Klingen lagen direkt neben dem Streitkolben, aber das sind weiße. Ach so, das... Ja... Die hab ich da hingelegt, du Held. Wenn's weiße sind, dann hab ich sie. Ja. Wo geht's denn hier lang? Ach, hier müssen wir lang. Wir warten jetzt auf Jens. Genau. Alter, das ist so behindert. Was ja. Denn? Lena, achte mal drauf, wenn du das reparierst, ne, und du craftest das, dann kannst du es gleich nochmal reparieren. Mhm. Ja. Das ist doch so behindert. Das ist korrekt. Oh, gibt's was zu essen? Das ist korrekt. Was gibt's denn Schönes? Früchte. Und Energy Drinks. Hier bin ich! Anything useful? Wie sie alle looten und den Gegner nicht gesehen haben, ey. Was? Ich hab damit draufgehauen. Wann? Ich bin gerade erst gekommen, da habt ihr schon draufgekloppt. Ihr habt nur Ausreden, habt ihr. Ja. Nein. Ich war am Ärmel. What? Jetzt müssen wir wieder zurück. Ich würde da gerne runter. Wollen wir da runter? Ja. Ja, dann auf. Auf in den Kampf, die danke, danke, danke. Ey, ich wollte auch mal. Alter, er macht ja ordentlich Schaden. What? No! Der ist da hinterm Stein, warte. Peng, voll in die Fresse. Oh, hat er getroffen. Oh, Gerd, ich schieß dir in den Rücken, weil du da... Der liegt ja gut. Okay, hier soll noch irgendwas liegen, was man... Hier liegt ein Gewehr. Da. Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Da oben. Ah, da. Zwei sind's. Ja. Aua! Halt die Backen. Stirbe. Danke. Wo ist denn jetzt das Gewehr? Da. Jens, nicht sterben. Achso, da hinten ist das Gewehr. Oh, ich bin gestorben. Ist hier denn noch eine? Lebt da noch? Ja, einer lebt noch. Aber unten. Okay. Jetzt lebt er nicht mehr. Sehr schön. Ich hab... Ne, hier hinten sind noch welche. Okay. Dang it! Hast du ihn? Ich hätte warten sollen. Ah,
Die rennen weg. Oh Gott, das sind eine Menge. Hinter uns. Wo ist der denn hin? Versteckt sich doch da irgendwo. So, der ist down. Ah! Oh Gott, Ah! Du lebst noch, du blöder Drecksack. Jens hat auch Spaß, wie man hört. Ja, immer. Habe ich jetzt eigentlich mal wieder mit Pistolen, Muni? Ich mag Pistolen. Hast du gerade aufgenommen? Nee, habe ich nicht. Pistolen-Muni habe ich nicht aufgenommen. Sterben. Ist der tot? Okay. Ja, beide. Ich glaube... Wir haben's. Ja. Alter, ich bin gerade zweimal... Ja, es hat eine Menge gekostet. Ja, aber wir können ja die Munition nachbauen. Also, craften. Ja, ja. Die Frage ist, wofür ist das Ganze? Jetzt nicht so schlimm. Schauen wir uns mal auch mal an. Wieso gibt es immer noch diese Melodie, als wären wir im Kampf? Ja, genau. Das wüsste ich auch gerne. Kommt bestimmt noch irgendwo ein Endboss. Bossmob. Achso, hier kann ich nicht hoch. Nein! Muss nein. Sein, vielleicht spackt auch gerade ein bisschen die Mucke umher. Ich gehe jetzt nochmal zur Hand und guck, was hier loopbar sein soll. Ich hab's auch nicht entdeckt. Warte. Vielleicht irgendwas, was wir schon haben. Ich hab hier eine primitive Sichel. Das ist nix. Hier ist eine Nahrungsmittelkonserve. Okay, ich hab sie. Okay. Die war dahinter, ne? Versteckt denn? Ne, die war im Koffer direkt. Ich habe hier eine primitive Sichel. Ja. Ja. Wenn ihr die wollt, unterm Flugzeug, da hinten. Da hinter mir. Denn... Ah, ja. Hier. Gib gut Kohle. Du hast eine ganze Menge Koffer. Können wir zurück, wa? Uns teleporten und dann... Endlich die Quest hier abgeben. Ja, wahrscheinlich sagt die Quest dann, ja, geh mal zurück und loote das Flugzeug, was? Ja, das glaube ich nicht. Davon gay ich nicht aus. Lass mich hier hoch. Gayst du nicht aus? Moment, ich markiere mir aber was anderes. Ah, die, ja, war da ja nicht. Der markiert uns ja was ganz anderes. Der markiert uns was. Ja, du musst die Quest halt im anderen Gebiet abgeben. Ja, aber wir gehen zu dem anderen da unten. Hier ist auch noch eine Quest, Sam. Oh. Was? Oh. Also mir wird unten im Süden in einem Gebäude Sam angezeigt, der noch eine Quest für uns haben soll. What? Was? Sam? Matutero sehe ich, aber hä? Von uns direkt südlich ist ein fächiges Gebäude, da ist Sam drin. Da, ja. Ja, und wenn man da noch weitergeht, bei den Gebäuden, da haben wir Matutero. Ach, das ist die Hauptquest, gell? Genau, und unser Schnellreiseziel in die Heimat. Ah, hier ist noch eine Pflanze. Gutukulla. Ja. Ich habe noch eine Gutukulla. Ja, ich habe. Also ich habe Sam jetzt einfach mal ja, ich auch angewählt. Angeditscht. Der ist ja auf dem Weg. Anything useful?
Ja, nur Geld. Also ein halbes Stündchen machen wir noch. Auch wegen den Login-Problemen heute. Was? Wo? Ja, nee, Lena. Das macht Lena schon. Ich will da nicht im Weg stehen, das ist eine enge Geschichte hier. Ich geh einfach vorbei, mach das doch so wie ich. Geh ganz cool vorbei. Hm. Tu so, als wäre nichts gewesen. Ich würde jetzt pfeifen, ne? Aber. Nee. Aua! Ich bin so dämlich! Bist du auch in die Suppe gelaufen? Ich auch. Aber du hast genug Leben. Ist ja überall Suppe. Deswegen kannst du ja über die Dingens. Drüber. Wie heißt es denn? Hä? Der ist über uns. Ah. Ah, hier ist Leute. Ja, ich gucke erst mal. Ihr seid ja schon rein. Oh mein Gott. Fucking Psycho? Also, hier ist ein Ausweis. Hier ist eine Mod. Blaupause, Gerechtigkeitsmod. Eine ganze Menge Corsair. Hier sind Corsair-Fan. Ich hab Spaß. Reiter, wenn nicht voll Quatsch. So, bringe Sam ein Medikit oder Verbände. Habe ich alles schon ausgegeben. What? Ja. Okay. Bauplan Sturmschrotflinte. Ist in Ordnung, nehme ich. Kann man mal machen. Geh mal. Ich gehe. Oh, eine Kiste. Dann markiere ich uns mal unten den Schnellreisepunkt. Bei Mutedo. Ich warte draußen. Drin ist mir zu eng. Mhm. Okay, Mutant. Mutado. Achso, da drin ist eine. Ist da eine Schnellreise? Kann man da. Nee, da ist noch weil ich keine. Dann. Weil ich. Okay. Aber wir könnten. Auto? Wir können zum Auto, nee, das, ja. Können wir das Auto da irgendwie rausholen? Welches Auto? Welches Auto? Ist ein Auto da drin? Rechts. Da rechts. Rechts von uns. Also rechts unten. Also Ost. Südosten. Das ist unser Auto. Ost-Südost, ja. Kriegt man das da nicht irgendwie raus? Irgendwo anders? Wieso? Wir sind doch so und so dann kurz vor dem Schnellreisepunkt. Da brauchen wir dann. Okay, ja. Ja, stimmt auch wieder. Das wäre lächerlich. So, ich fahre uns denn mal so, wir sind da. Es ist ja, aber nein, weil es gibt doch bestimmt noch andere Dinge auf die. Aber egal. Ja, aber ich wollte erstmal diese eine Quest hier abgeben mit dem. Ja, Schnellreisepunkt. Weiß ich nicht, Jens. Ja. Nee, weiß wir ich haben nicht. Zwei Quests aus dem letzten Gebiet bekommen für den Dschungel, ne? Ja, gut. Obwohl, nee, wir haben den ersten Quest aus dem ersten Gebiet bekommen, den zweiten aus dem zweiten. Wir bringen erstmal die eine weg und dann. Die eine oder keine. Also ich gebe jetzt erstmal die Blumen ab, weil das liegt auf dem Weg. Oh, Blumen sammeln, ich liebe Blumen sammeln. Blume! Die Biene und die Blume! Die Blume, schön. Oh, die Bienchen und die Blume. Blume, Ralja. Habt ihr denn schon genug Blumen gesammelt? Ja, mehr als genug, glaube ich schon. Habt ihr denn die Anzeige, dass ihr das abgeben könnt? Ich hab das nicht. Kann ich. Okay, dann gib ab. Thank you, friends. There's so much suffering and any kindness is greatly appreciated. Ja, halt die Fresse. Ja, ja, und je mehr du gibst, desto mehr kriegst du, oder was? Ach so, ja, das schon wieder so eine. Nee, nee.
So, dann machen wir Schnellreise. Aber du hast alle mit Schlag abgegeben, okay. Ist die Quest noch aktiviert? Ich schau mal nach Fall gehe. Ich sag, du hast alle mit einem Mal abgegeben. Nachtfalke, wo geben wir das ab? Ich würde uns erstmal zur Kirche, sonst, da müssen wir gucken. Kehre zum Leuchtturm zu Monika zurück und erzähle ihr, was mit dem Flugzeug passiert ist. Leuchtturm ist das, okay. Wie bist du behindert? Okay, hast du was gegen Behinderte? Nein. Gleich disliken. Boah. Da müssen wir ja weit laufen. Betäubende Militärmachete. Oh, die macht aber ordentlich Schaden. Tödliche Militärmachete. Konnte man hier nicht irgendwo verkaufen? Ja, draußen. Ja. Draußen. Hier rein und alle rennen raus. Ich repariere erstmal. Der wollte Nahrungsmittelkonserven haben. Aber der andere wollte auch Nahrungsmittel haben. Oh ja, verkaufen. Der hat ja echt überhaupt nichts. Die Machete geht so. Der Pflanzstreitkolben, meins. Oh, Nägel. Oh, Wundmesser. Aber okay, welches Gewehr nehme ich denn? Ist das oder das? Das oder das? Das? Das oder das? Das? So, jetzt habe ich wieder 7 Platz frei, das passt. Pretty. Apropos, wie viele Medipacks habe ich? 4 Stück. 5 sollte man schon mit haben. Ja, passt. Jetzt nochmal rappen. Bibabadupa. Okay. Pissi, Alter. Weiß ich, ich komme hier rein und der eine NPC. Stay strong, Lena. Was? Was? Ja, frag mich nicht. So. Upgraden. Okay, das ist interessant. Oh ja. Machete. Also, da ich ja eh mit stumpfen Waffen eher hantiere, hätte ich noch abzugeben eine tödliche Militärmachete, Level 26, SPS 4580,4. Quatsch, das ist gar nicht, das ist mein Einzelschussgewehr, sorry. Ja, ich kann's sagen. Also, nehme ich, ne? Okay, nochmal, tödliche Militärmachete, Level 28, SPS 503,6. Wucht 262. Ja, das ist dieser Questgegenstand halt. Yep. Ja, ich muss die erstmal selber abholen. Was ich jetzt tue. Lena, mach ruhig. Oder hatte ich die abgeholt? Das war ja cool gerade. Also ja, die arme Lena. Oder was? Was? Ist auch bis halb willst du machen, oder was? Ja. Okay, dann machen wir bis halb. Bis um halb. Das reicht auch. Was fummelt ihr denn hier rum? Lasst uns doch mal fummeln. Man hat ja hier sonst nichts. Nee. Komm, wir fummeln.
Nee, also Waffen. Wir züngeln. Also Waffen brauche ich tatsächlich, glaube ich. Oh, Waffeln. Oh, Waffeln. Nicht Waffeln. Oh, Waffeln? Ja, wäre cool. Schöne warme Waffeln mit Vanillesoße, ey. Halt die Klappe. Oder mit Früchten. Mit heißen Himbeeren. Nee, okay, ich lasse das erstmal so. Keine Ahnung. Oh ja, das ist eine geile Idee. Waffeln mit Himbeeren und Vanille. Heiß. Eine heiße Waffe mit Himbeeren. Eine weiße Waffe. So, dann können wir uns jetzt zu Rick teleporten. Jo. Wer ist denn Rick? Lass uns mal gucken, welche Quest wir jetzt machen können. Ein Stummer aus dem Himmel. Finde das versteckt. Ich glaube, finde das Versteck der Russen, das ist das, was wir im zweiten Gebiet angenommen haben. Ja, ja. Und es ist halt 5 Sterne, ne? Dann machen wir den. Oh. Ist markiert. Pochtest du uns? Ja. Mir geht's schon. Das ist schön. Dieser Raum ist schön. Nein, da wollte ich doch. Dieser Raum ist auch schön. Moment. Okay. Dorf am Fluss, ne? Ja. Das Florf am Duss. So, wo ist der Quest? Da ist. Finde das. Ja, dann fahren wir mit dem Auto. Sag bitte nie wieder der Quest. Das Quest. Die Quest. Das Quest, sag ich doch. Das ist richtiges Deutsch, was ich hier erkläre. An der Werkbank, da waren wir doch. Oh, unser Auto ist weg. Ach, fick dich doch, ey. Ja, aber da ist noch eins. Tada. Nein, das... Oh. Ja, guck auf die Karte. Ach so, da begehrt. Da wollt ihr hin. Hier ist ein Auto. Nein, ich sitze hinten. Ich sitze vorne. Wartet auf mich. Ich sitze hier und baumel mit den Beinen. Was? Ja. Nee, Jens fährt, oder? Nein. Wie? Ich fahre? Okay. Jetzt steigt jetzt raus und setzt sich um Beifahrersitz. Okay. Oh Gott. Es wird die totale Katastrophe, aber okay. Kann ich noch raus? Ja, kannst du? Nee, komm, ich riskier's. Alles für die Views. Ich finde das super schwierig mit so einer Tastatur. Ja. Bis jetzt läuft's doch. Ja, bis jetzt. Ja, bis jetzt war die Strecke auch gerade. Ja, ich wollte es gerade sagen. Können wir wenigstens jemanden flamen, wenn wir irgendwo. Lena, Mensch, war doch mal vernünftig. Ja, ja. Aua! Au! Au! Ernsthaft? Die schießen halt! Es tut mir leid, ich kann halt nicht vernünftig fahren. Ich wollte schon nicht sagen. Ich fahre nie Rennspiele oder irgendwas. Also. Und dann siehst du hier so scheiße. Ah. Okay, wir können ihn behalten, Lena, wir fahren schon verkehrt. Ja, Immer drehen. Sagt mir doch, wo ich langfahren muss. Ich kann nicht. Ja, du hast doch eine Minimap. Oh, jetzt haben wir uns verabredet. Ich doch. Ich geh zu Fuß. Scheiß Game. Bist du schon tot? The fuck? So, irgendwo hier geht gleich ein Fußweg rein. Genau hier. Ja. Sie will da natürlich. Ja, warum nicht? Jetzt sollen wir hier lang? Ja. Nein, der Fußweg da. Genau. Okay, ich habe meine Pistole ausgerüstet. Und hier ist das Versteck der Russen. Der Russen. Gehst du rein? Ja, ich versuch's. In die Eier, Junge. Pisser. Echt mal. Ich geh hoch. Ach, hier oben müssen wir auch hin. Ich guck erstmal. Ja, das wollte ich mich gerade sagen. Okay, hier oben müssen wir hin. Ich geh erstmal runter. Hier ist nur die Werkbank. Okay. Also ich geh erstmal hoch. Ich geh erstmal hoch.
jetzt eine Menge Essen bringen. Okay. Und Nahrungskonserven habe ich aufgenommen. Oh Gott. Bauplan. Ja. Bauplan vertikal klingen. Ein grüner Messingschlag. So, hier war noch mal mehr. Hä? Eine Stimme aus dem Pimmel. Ja. So. Bauplan. Wundert mich, dass es hier keinen Sammelgegenstand gibt. Ja, war ja eine tolle Quest, wa? Ja. Und jetzt töten wir Wladimir. Oder wie hieß? Vargas. Genau, Vega. Was, wir töten Vargas? Vargas, genau. Wo ist denn Vargas? 200 Meter. Nein, ich bleib hier sitzen. Ihr könnt ja Vargas. Elina, du bist eine Sau. Was? Soll ich wieder fahren? Du hast gesehen, wie scheiße ich bin. Ich fahre auch nicht besser gerade. Aber gut, ich muss drehen gerade. Alter, hast du Asthma oder was? Es ist halt, ich hab nie Arzt, irgendwie Rennspiele gespielt und wenn du dann noch mit Tastatur und Maus. Oh, da oben gibt's ein Auto. Jetzt wird's dunkel. War da was? Keine Ahnung. Mücke? Ah, so schön. Schmut oder was? Ja, ja. Ich weiß nicht, welches. Oh! Wir haben eine Waffe an der Scheibe. Wenn ich den Dschungel so sehe, muss ich immer an Jurassic Park 2 denken. Da. Ja, komm mal her. Ja, siehst du, bräuch mich gerne. Die Waffe bleibt jetzt auch eine Weile da liegen. Ich hoffe. Ja, ja. Okay, da ist er. Johnny! Wir halten hier, ist besser. Ich nehm schon mal meine Pistole. Oh, braucht noch jemand eine Axt? Was? Das ist ein schönes das Gewehr. Ach, schade. Who's next? Oh. Nice. Kein Problem. Okay. Besser. What? Wieso backst du da durch die Wand, du Wichser? Ist er schon tot? Ah, da kommt einer runtergesprungen. Okay. Also. Huch, wollte ich nicht. Nix. Okay, hier unten hast du alles. Ich geh mal hoch. Tanz für mich, mein Freund, tanz für mich. Ich bin übrigens stronger. Okay. Wer sagt das? Ich hab das gesagt. Okay, na dann muss es stimmen. Ich hab ihn getötet. Ja, aber okay. Hier sollen noch zwei sein. Wo? Ja, außen? Da. Ah, ich komm nicht hin. Klar, ich zieh auf seinen Kopf. Ich bin zu fett. Ich bin zu fett. Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Sie sind schon weg. So. Oh, es gibt also. Ein Geheimnis. Ein kräftiger exotischer Streitkolben. Grün. Mhm. Wert 474. Oben? Ist nichts, was man nehmen muss. Nee, du musst über den Container gehen. Das heißt, Container hoch, Container runter. Ja, nö. Das juckt mich nicht. Das lohnt nicht. Ist drinnen irgendwas? Ja, aber es lohnt sich auch nicht. Keine Werkbank, gar nichts. Eine Menge Schränke, also. Morgenstern drinne. Dann hatte ich gerade Munition. Elektro-Gedöns. Ein Morgenstern? Mhm. Oh, ja.
Warum repariere ich denn den Scheiß? Das weißt du doch nicht. Die repariert nur. Ich dachte, wir fahren jetzt zurück und den Schluss. Ja, nun chill doch mal, bleib doch mal ruhig, Ingeborg. Nee, ich will das nächste Mal reparieren. Ich nenne mich nicht Ingeborg. Okay, Gisela. Nee, Gisela! So, so nicht, jetzt fahre ich. Ich fahre, ist mir egal. Warte auf mich, ich bin schon unterwegs. Du sitzt tatsächlich auf dem Fahrersitz. Mutig, mutig. Ich glaube, ich frage mich, wer ist mutiger? Du oder ich? Ich, eindeutig ich. Ihr kommt, warte auf mir. Ja, ich wollte nur mal drehen. Eine Runde. So, Schatz, jetzt fahren wir zu Ikea. Wir wollten doch noch diesen weißen Beistelltisch geehrt haben. Ist lustig, ne? Wo muss ich lang? Hier lang? Ja. Und dann immer geradeaus. Wo in den Popo? Oh Gott. Was? Ich sag wo in den Po. Battes, ich mag Battes. Wir fahren verkehrt. Ja, hier ist das andere Auto. Ja, Lena wollte nur gucken, was hier beim Auto ist, ob ein Schnellreisepunkt ist. Ich hab mich festgefahren. Ich geh die mal rauskloppen da. Was? Ich will dich nicht überfahren. Und... Ich will euch nicht überfahren, vor allem. Ja, ich bin eh gleich tot, wenn ich weiter drin bleib. Gaddy ist gleich tot, wenn er weiter stirbt. Nein, der hat auf mich draufgekloppt gerade, deswegen musste ich aussteigen. Sonst wäre ich gestorben. Draufgekloppt. Ja, genau. Hier, ne, rechts. Oh, Gaddy, wenn du denn erstmal Dead Island 2 spielst, dann wirst du hier einiges wiedererkennen. Ja, Zombies. Ja? Um Himmels Willen. Ja. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Nee, nein. Ich bin nicht so begeistert. Ich hasse dieses Fahren. Das ist Lena spannend. Knallt schon die Arschbacken zusammen und versucht so vernünftig wie möglich zu fahren. Ja, jetzt kommen wieder die Schießwütigen. Die sind überstanden. Jetzt sind wir gleich da. Lena schwitzt schon. Ja. Lena, trau dir mal zu. Ich trau mir das Autofahren. Baccarat, das kannst du. Ernsthaft. Oh, wir müssten mal Dying Light zusammenspielen, ey. Ich denke, das passt so. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Lena. Ich verstehe das. Gott, ich möchte mal mit euch GTA spielen, aber den Online-Modus, ey. Nee, um Gottes Willen. Hab ich schon. Ach, das ging ja da hinten irgendwo rein. Draht. Nee, David. Ich quatsch mal an. Alright then. I hope you fucking suffer. Oh, Bauplan, hi. 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 Und wir haben hier keine Werkbank, ne? Doch, vorne. Wo es zum Hauptquest geht. Ja, genau. Achso, wollte ich mir nochmal angucken. Ah, geh. Okay. Ich hätte mal darauf achten sollen, ob ich noch genug Leben habe. Ich bin tot. Ach ja, der hat ja nur 2000 gekostet. Manchmal bin ich echt dämlich. Hi. Hi. Das wäre was für Gary. Vorschlaghammer, Clownhammer, Spalthammer. Ah, okay. Und Gabriels Vorschlaghammer. Hammer. Das ist ja der Hammer. Wie jetzt, wo Gabriel weg ist. Okay, zeig mal hi. So, ich hab nochmal gedönst. Gewicht, Zahnräder, Metallschrott, Klammer, Klinge. Das war mein Alkohol, Lena. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter.
Ja, ich würde sagen, am Montag dann wieder Dead Island und diesen Freitag machen wir dann Signs of Silence. Ja. So wie ich schon sagte, ein Koop-Horror-Spiel. Signs of Silence. Da sind wir schon sehr gespannt, was das wird, wie es wird. Naja, als ob. Ich meine, Jens hat das schon wieder geübt. Der weiß, wie das Spiel geht. Ich hatte das Spiel nur ganz kurz. Ich hatte das Spiel nur ganz kurz an, weil ich Einstellung gemacht habe. Ja. Glaubt ihm gar nicht. Dann ging kurz ins Game rein und dann kam gleich und da ich mit Dosen gekackt und dann war Feier. Ja. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich in die Hose gekackt. Du bist ein Spaten. Schönen Abend noch. Bis Freitag. Nee, gar nicht mal. Ciao.